Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum letzten Teil der Veranstaltung Schicksalsgemeinschaft. Es ist schwer zu glauben, nachdem wirklich diese beiden Tage für meinen Geschmack zumindest geradezu vorbildlich abgelaufen sind, dass wir leider schon dem Ende zugehen. Aber noch einmal kann ich Ihnen versprechen, dass wir in den nächsten 90 bis 100 Minuten hier bei unserem Podiumsgespräch hoffentlich alles das noch mal Revue passieren lassen können, worüber wir in diesen zwei Tagen miteinander und auch hier oben gesprochen haben. Und wie ich schon vor der Pause sagte, es wäre uns ganz besonders angenehm, wenn sehr viel Beteiligung von Ihnen aus dem Saal heraus erfolgt. Trotzdem möchte ich zunächst einmal jedem der hier vertretenen Vortragenden noch mal eine individuelle Frage stellen, die vor allem unter dem Aspekt, hoffe ich zumindest, eine gewisse Funktion hat, dass wir ja hier unter dem Motto die Zukunft Europas 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg zusammengekommen sind. Nicht, dass das nicht in den Vorträgen längst schon zum Thema gemacht worden ist, aber ich möchte es sehr gerne noch einmal anhand sehr konkreter, uns aller umtreibender Fragestellungen versuchen, etwas genauer noch zu fassen. Und darum geht meine erste Frage an Sir Christopher Clark. Und es ist natürlich eine Frage, die man einem Historiker, der in England lehrt, leider Gottes im Moment auf dem Kontinent stellen muss. Sie haben sehr genau ausgeführt, inwieweit man überhaupt Lehren aus der Geschichte ziehen kann. Sie sagen, nein, eher nicht. Die Geschichte ist keine Lehrerin, sondern ein Orakel. Wenn man Sie als Historiker dann trotzdem fragt, wie Sie nun auch als jemand, der es aus einer australischen Sicht betrachtet, den Brexit beurteilen, aus historischer Erfahrung, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass Konrad Adenauer uns die französische Skepsis gegenüber der Aufnahme Großbritanniens in die EWG erläutert hat. Wie sehen Sie diesen Prozess? Was bedeutet er für die EU und wie ist er historisch einzuordnen? Der Brexit bedeutet also erstens ein riesiges Loch in den Finanzen der EU. Daran arbeiten die EU-Politiker noch, vor allem die Finanzminister und Ministerinnen. Aber der Brexit bedeutet auch ein großes Loch in dem Machtgefüge der EU. Und es stellt sich die Frage, wer wird dieses Loch füllen? Werden es die moderaten, so föderalistisch gesinnten Europäer, französischer oder deutscher Spielart sein, oder die Pragmatisten wie die Finnen, die Skandinavier, oder die Nationalisten wie die Visegrad-Staaten? Die Frage ist noch nicht beantwortet und wir müssen da mal absehen, was passiert. Ich persönlich bereue das selbstverständlich sehr. Es ist für mich und für alle, die ich kenne, ich hatte zwar zwei befreundete Kollegen, die zu betonten Brexit-Befürworter geworden sind, und leider sind das nicht mehr meine befreundeten Kollegen, sondern nur meine Kollegen. Und das geht mir nicht auch so. Es ist wie die Dreyfus, die Affäre Dreyfus, nicht? Es gibt Familien, die wirklich, wo es quer durch die Familie durchgeht und man spricht nicht mehr mit sich. Man ohne Fasche, wie die Franzosen sagen. Und es geht schon tief, und das Land ist sehr gespalten. Interessant war, wie die Brexiteers, vor allem die Befürworter des Brexit, immer wieder geschichtliche Analogien auf wirklich bescheuerte Weise hervorgebracht haben. Ich denke jetzt an das Beispiel eines konservativen Politikers aus dem Unterhaus, übrigens an Trinity College Cambridge ausgebildet, hat sogar eine Promotion dort gemacht, der gesagt hat, wir wissen, Großbritannien schafft das alleine, weil wir das gegen Napoleon auch alleine geschafft haben. Und ich dachte, entschuldigen Sie, wussten Sie nicht, dass es so 7 oder 8 Koalitionen gegen Napoleon gab und dann, dass auf dem Schlachtfeld von Waterloo nicht nur Briten standen? Und daran direkt anknüpfen im Hinblick auf die Zukunft der EU. Ich habe fasziniert zugehört, als Sie eben vom paneuropäischen Frühstück erzählt haben und die ambitionierten, in Richtung Europa orientierten Ungarn angesprochen haben. Wo man ja heute eher sagt, das ist dann gerade im Sinne dessen, was Sir Christopher Clark mit den Visegrad-Staaten erwähnte, sieht, dass wir eine Spaltung auch innerhalb der EU haben, wieder zwischen Ost und West, dass die osteuropäischen Mitgliedstaaten wesentlich, nun sagen wir, sich in den Werten dann doch zu unterscheiden scheinen von denen, die wir im Westen vertreten. Sie kennen nun diese Bereiche ganz besonders gut, und das war ja gerade damals die ganz Besonderheit dieses Picknicks, dass es die Öffnung nach Osten hin bedeutete. Wie sehen Sie den Umgang, den die EU mit ihren östlichen Mitgliedstaaten, konkret natürlich vor allem mit Ungarn und Polen, jetzt im Moment pflegen sollte unter den gegebenen politischen Verhältnissen? Also es ist klar, dass es ein großes Problem ist im Moment mit den Visegrad-Staaten, die einfach eine andere Linie versuchen. Aber ich muss sagen, ich glaube, was die EU braucht in der Frage, ist sehr viel Verständnis. Ich habe einen Bruder, der in Ungarn lebt und der mir immer sagt, du musst verstehen,
warum das so ist. Dass die Ungarn, vielleicht machen sie die Sachen etwas zu stramm, aber man hat gesagt, alle Länder, die sozusagen die ersten, die Grenzländer sind von der EU, müssen versuchen, ihre Grenzen dicht zu halten. Und wenn der Orban das macht, dann wird er beschimpft. Es ist nicht ganz einfach. Herr Neitzel, eine Frage, die auch in diesen Komplex hineingehört, ist die Frage der europäischen Verteidigungsfähigkeit und überhaupt der Rolle dessen, was Europa auf der Welt bedeuten kann. Sie haben ganz am Schluss Ihrer Rede das Traditionsverständnis der Bundeswehr angesprochen. Die Debatten über Auslandseinsätze der Bundeswehr sind ja nicht mal in Deutschland bislang abgeschlossen, geschweige denn auch in den Bündnissen. Wir haben nun sehr viele Vertreter, auch gerade der Bundeswehr hier im Saal, ehemalige Führungskräfte, noch aktuelle. Wie sehen Sie die potenzielle Rolle der Bundeswehr, auch gerade aus der Sicht eines Historikers? Das Grundproblem, dass wir in dieser Gesellschaft die Frage nicht beantwortet haben, wozu Streitkräfte? Das ist das Grundproblem, an dem sich auch die Politik darum herum drückt. Und das ist, sie kommt deswegen damit davon, weil die NATO sie ein Stück weit davon kommen lässt, ein Stück weit, und weil wir keine Kräfte in der Gesellschaft haben, die kritisch genug diese Fragen stellen. Ich habe ja immer gesagt, geschrieben, dass ich es für sinnvoll hielte, die Kampftruppen der Bundeswehr aufzulösen, weil ohnehin niemand in diesem Land die Kampftruppen hier einsetzen will. Und dann kann man sie auch auflösen und muss nicht so tun, als wenn man sie irgendwie hat. Das Problem ist, dass die Bundeswehr eben kein militärisches Projekt ist. Es geht überhaupt nicht um die Bundeswehr, sondern wir haben eine außenpolitische Dimension und muss die Bundeswehr haben, um sie als Tool einsetzen zu können. In der NATO, in der EU. Es ist wichtig, wie viele Soldaten man in die Auslandseinsätze schickt und eben überhaupt nicht, was man da tut. Und wir haben eine innenpolitische Dimension seit Gründung der Bundeswehr. Die Bundeswehr muss als ein demokratisch integriertes Wesen erscheinen. Die militärische Logik ist ja praktisch irrelevant, weil wie anders kann es sein, dass sagen, von der Öffentlichkeit weitgehend im Verborgenen die Bundeswehr auf einen Leistungsstand runtergefahren wird, der irgendwann dem Volkssturm gleich kommt. Ich beziehe jetzt ein bisschen, ganz so ist es nicht. Aber letztlich eine Nicht-Einsatzfähigkeit, also die Zahl der einsatzbereiten Heeresbrigaden bei Übernahme des Amtes von Frau von der Leyen, null. Nach 5 Jahren Zahl der einsatzbereiten Heeresbrigaden, auch null. So. Und jetzt beginnt es ein Problem zu werden in der NATO. Deswegen sagt Herr Röttgen auch was, das darf nicht sein. Man darf nicht die Credibility der Bundeswehr international anzweifeln, dann wird sie kein Instrument mehr. Aber die Urfrage, wozu brauche ich eigentlich die Bundeswehr, die ist nicht beantwortet. Denn noch ist es so, dass man sagt, Androhung, Anwendung militärischer Gewalt, wenn die Soldaten noch aus, ein Teil der Soldaten ausgebildet, aber man will das ja genau gerade nicht. Das ist eine Unehrlichkeit, die man letztlich auf dem Rücken der Soldaten, also gerade der, die in den Einsatz gehen. Also wir beide sind ja nicht gefährdet. Das Schlimmste, was wir beide erlebt haben, ist die Fahrt mit der U7 nach Kreuzberg, das Gefährlichste vielleicht, aber in unserem Leben. Aber ansonsten, wir sind nicht in Afghanistan, in Mali und so weiter. Ich glaube aber auch nicht, ich sehe nicht den Mechanismus, der in Deutschland dazu führen könnte, diese Diskussion ehrlicher zu führen. Also wenn ich mit Leuten aus dem Verteidigungsausschuss rede, dann sagen die, also wir können das nicht machen. Ich sehe auch nicht die Generalität in einer Rolle von ihrem Selbstverständnis, dass sie das tun. Da kommt auch noch eine Besonderheit des Soldatengesetzes hinzu, dass das schwierig ist. Also das wird nicht geführt werden. Und nun kann man sagen, anderen Streitkräften in Dänemark, in Großbritannien ist es jetzt auch nicht besser. Das stimmt schon zum Teil, aber das Selbstverständnis ist ein anderes. Also man kann über den Syrienkrieg reden, wie man will, und über die Rolle von militärischer Gewalt, wie man will. Aber Tatsache ist ja, dass die militärische Rolle Deutschlands hinter den Weltmächten Dänemark und Niederlande zurückfällt. Und wenn das so ist, dann kann man auch sagen, dann kann man es auch bleiben lassen. Aber dann sollen wir doch als Demokratie sagen, wir haben eine bestimmte Geschichte, wir sind nicht bereit dazu, Kampfeinsätze zu fahren. Wir lösen das auf und machen die Sanität und die Logistik. Das wäre ehrlich. Das bringt direkt zur letzten Eingangsfrage, die natürlich an Professor Münkler geht. Sie hatten ja just die Konflikte in Nahost angesprochen als eine der, sagen wir mal, Kriegssituationen, die strukturell sehr der des 30-jährigen Kriegs ähneln. Und gleichzeitig sagten Sie, wir sind noch in einem Stadium, wo man sagen könnte, wenn man es jetzt beendet bekäme,
dann würde man später gar nicht mehr sehr viel drüber reden. Also wir sind noch nicht in der Lage, dass wir wirklich von einem 30-jährigen Krieg dort reden können, aber es könnte sich sehr simpel dahin entwickeln. Nun haben wir einige Staaten, die nun doch eine Armee haben, die ein anderes Selbstverständnis auch in der Öffentlichkeit darstellt als die Bundeswehr. Das heißt, es sind einsatzfähige Truppen im Westen vorhanden. Was hindert Menschen im Westen oder überhaupt in der ganzen Welt daran, die nun sicherlich auch sehen, was für eine verfahrene Situation das ist, das mit größerer Vehemenz zu beenden zu versuchen? Denn wenn es tatsächlich so wäre, dass man es im Moment ja vielleicht noch in einen halbwegs kanalisierten Konflikt überleiten könnte oder ihn gar beenden könnte, warum tut man es nicht? Bin ich natürlich versucht, mit dieser Fabel zu antworten, nicht, wo der in die Jahre gekommene Löwe den Fuchs gerne einladen möchte, ihn in seiner Höhle zu besuchen. Und der kluge Fuchs sieht, es gibt viele Spuren, die hineinführen, aber keine, die herausführen. Er sagt also vestigia terrent. Die Spuren erschrecken mich. Und in gewisser Hinsicht kann man das natürlich für die Auslandseinsätze gar nicht mal nur der Bundeswehr, sondern aller westlichen Streitkräfte sagen. Sie passen nicht zu der Planungseuphorie und Planungsobsession unserer Gesellschaften. Das ist das Sich-Einlassen auf ein Spiel mit Kontingenzen, bei denen man nicht weiß, erstens, wie man rauskommt, wann man rauskommt und ob man nicht möglicherweise die Sache politisch betrachtet schlimmer gemacht hat, als sie vorher war. Nun gab es sicher früher Politiker, die dann gesagt haben, das probieren wir mal aus. Ja? Möglicherweise ist diese Formel vom probieren wir mal aus gewissermaßen das Geheimnis der Entstehung von großen Reichen gewesen. Das will aber natürlich auch hierzulande keiner. Und so gibt es gewissermaßen eine Situation des diffusen Zweifels. Und aus einer Konstellation des diffusen Zweifels heraus sage ich natürlich immer, ich will mir das erstmal anschauen, wie es weitergeht. Ich hatte das vorhin im kleineren Kreis schon mal gesagt, ich hatte das Vergnügen, am 2. September dem Bundeskabinett meine Sicht auf den 30-jährigen Krieg zu erklären. Und die haben mir auch lange zugehört und mit mir 3,5 Stunden diskutiert. Und da kann man natürlich auch auf diese aktuellen Fragen, jenseits irgendwelcher operativen Dimensionen. Und natürlich ist gewissermaßen der Hintergrund der, dass wenn man diese, ja, was weiß ich von mir aus, Geschichte als Orakel, nicht, aber Orakel will auch gedeutet werden, begreift, dass man dann sich nicht sicher ist, ob, wenn man sich auf solche Fragen einlässt, in solchen Konflikt einlässt, ob man da nicht möglicherweise auf Dauer zu einem beteiligten Kriegsakteur wird. Also sozusagen nicht die Lösung des Problems, sondern zum Bestandteil des Problems. Ja, ich habe ja schon gesagt, es ist vermutlich eine Frage der Mentalitäten. Nicht? Wenn man eine Politik betreibt, und ich meine, die Kanzlerin hat das, also Frau Merkel, die ganze Zeit gemacht, eigentlich Politik zu verstehen als systematische Fehlervermeidung, dann wird man sich sehr schwer tun, sich auf so etwas einzulassen. Ich glaube, dass der Amtsvorgänger, auch wenn er in der Irak-Frage von vornherein auf Distanz geblieben ist, sehr viel weniger eine Disposition der Fehlervermeidung gehabt hat. Insofern kann durchaus sein, dass mit einer Veränderung des politischen Personals, die ja einfach aus biologischen Gründen auch demnächst ansteht, sich sowas auch wieder verändern kann. Und da würde ich auch noch mal zu dem, was Sönke Neitzel gesagt hat, sagen, wahrscheinlich ist es gar nicht so wichtig, diese Frage zu klären. Das mögen wir natürlich als Wissenschaftler, zumal wenn man so normative Ansprüche, dass das vorher geklärt wird. Nicht, aber vermutlich sind das Prozesse von Emergenz. Da entsteht was, da entwickelt sich was. Ich glaube, beobachtet zu haben, dass die deutschen Streitkräfte seit dem Beginn des Afghanistan-Einsatzes sich verändert haben. Ohne dass ich jetzt genau sagen kann,
worin das besteht. Nicht? Aber wenn man mit Leuten spricht aus diesem Bereich, dann muss man schon sagen, die erzählen andere Dinge, erklären andere Sachen, als das vorher der Fall gewesen ist. Also das entwickelt sich in dieser Weise. Und insofern bin ich jetzt gar nicht so skeptisch. Wenn diese Herausforderung da sein wird, dann wird man zusehen müssen, wie man damit zurechtkommt. Das Problem ist, bevor es bei der Bundeswehr ankommt, letzten Endes ein Problem der Politik, die sich nicht traut. Und nun bin ich natürlich in der komfortablen Situation des Wissenschaftlers. Ich beobachte das, ja. Und mein Risiko wäre vielleicht nicht die U7, aber die U6, die ja auch dann bis nach Kreuzberg kommt in Berlin. Und ansonsten bin ich in der extrem komfortablen Situation, im Nachhinein alles besser wissen zu können. Ne? Das ist einfach so. Das ist wunderbar. Und ich möchte auch nicht unbedingt tauschen mit der Politik. Ich glaube auch nicht, dass Wissenschaftler in der Politik eine große Nummer sind. Nicht? Man sagt ja, Pfarrerstöchter in der Fremde, Professoren in der Politik, da hört man schlimme Dinge. Ja, ja, das ist so. Also zu sagen, wir sind die Kassandren. Erzählen dies und das und jenes, vielleicht treffen wir auch mal richtig, was passieren könnte. Aber wir neigen dann doch dazu, mein Lieblingszitat in dem Zusammenhang Brecht, er hat Vorschläge gemacht, mehr nicht. Ich möchte es nicht verantworten. Insofern habe ich dann auch wieder einen tiefen Respekt davor, wenn die zaudern. Jetzt wäre der Moment, wir haben noch ein paar Anregungen und schon kommen die ersten Fragen. Ich habe zwei sofort im Blick, fangen wir hier vorne in der dritten Reihe an. Das sind Mikrofone, soweit ich weiß, im Saal, denn die werden wir brauchen. Und wenn Sie sich kurz vorstellen könnten, jeweils in der Tat, wäre es auch sehr hilfreich, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Danke Ihnen. Ja, Roland Carter, ich war ja von 2003 bis 2006 Divisionskommandeur hier in Leipzig der 13. Panzergrenadierdivision. Ich möchte zunächst eine Bemerkung machen zu Ihnen, Griffin Douglas. Als Sie vorgetragen haben, haben viele sich hier im Raum über Ihren Humor und über Ihre Geschichten gefreut. Mir ging es anders. Ich musste aufpassen, dass mir nicht die Tränen kommen. Sie haben dazu beigetragen, dass wir heute hier sitzen dürfen. Vielen Dank dafür. Als zweites würde ich gerne eine Anmerkung machen oder mit einer Geschichte dazu beitragen. Ich glaube, es war Professor Neitzel, der sprach über das Army Museum und er sprach über das Militärische Historische Museum in Dresden. Auch hier sind mir die Gedanken durch den Kopf gegangen, was bewegt sich bei mir? Und es war das Thema Befindlichkeit der Soldaten. Und ich erinnere eine Geschichte, die fand statt am 2. Oktober 1989. An diesem Tage um Mitternacht habe ich das Aufklärungsbataillon 8 der NVA in Hagenow übernommen. Wir haben um Glockenschlag Mitternacht die Flagge der DDR eingezogen und die Flagge der Bundesrepublik Deutschland gehisst. Und ich sah hinten im Hintergrund im Gleisenlicht 800 Soldaten des ehemaligen oder damals noch des Aufklärungsbataillons 8 der NVA. Und als ich auf die Soldaten zuschritt, kam mir der Kommandeur entgegen, salutierte und meldete: Ich melde das Bataillon dem Sieger. Und ich hatte so ungefähr, na ich denke mal 30 bis 40 Sekunden maximal, um zu überlegen, was soll ich wohl darauf den Männern da antworten? Es war wieder so ein Stück weit Befindlichkeit. Ich will Ihnen nicht vorenthalten, was ich gesagt habe, weil ich hier heute in Leipzig bin. Ich habe gesagt, Männer, ihr wart es, die in Leipzig um den Rund marschiert sind und gesagt habt, wir sind das Volk und später wir sind ein Volk. Es gibt keine Sieger und es gibt keine Verlierer. Es gibt ein Volk und damit fangen wir heute Abend an. Aber ich will auch gerne die Brücke schlagen, dann höre ich auch auf. Ich will auch gerne die Brücke schlagen zu heute. Ich hatte auch das Vergnügen, von Leipzig aus 2 Jahre auf dem Balkan dienen zu tun. Auch hier ging es oftmals um Befindlichkeit. Wie oft bin ich gefragt worden, was können wir leisten? Wir sind ja nur ein kleines Kontingent, Georgien, Schweiz und wie sie alle da waren. Auch da galt die Befindlichkeit der Soldaten.
Es ging darum zu sagen, one team, one mission. Es geht nicht darum, es gibt ein kleines Kontingent und ein großes. Das alles geht nicht. Ich schlage mal die Brücke darüber und will sagen, die Befindlichkeit der Soldaten ist heute noch ein ganz schweres Gut. Es ist auch eine Frage des Vertrauens. Es ist eine Frage in die Politik von heute. Und deswegen würde ich Ihnen so gerne kritisch auf Ihre Anmerkungen antworten. Allein ich kann es nicht. Sie haben die Wahrheit gesagt. Wir müssen uns heute, meine ich, dieser Diskussion stellen. Wir müssen uns endlich der Diskussion stellen, wozu wollen wir in diesem Land Streitkräfte haben. Und wenn wir die Frage beantwortet haben, dann können wir uns über alles andere unterhalten. Und meine Soldaten, das kann ich am Schluss sagen, die wollen keinen Flachbildschirm, die wollen auch keinen Kühlschrank. Die, was sie wollen, ist eine vernünftige Ausrüstung, mit der sie ihren Auftrag erfüllen können. Und ich glaube, das ist das Plädoyer, was ich von Ihnen auch entgegengenommen habe. Vielen Dank. Mario Lantschik aus Bozen. Ich bin Oberstarzt der Reserve, diene, wenn ich im Dienst bin, bei der Sanitätsakademie in München. Das ist schon mal eine Information. Wenn ich zu meinem Dienstort fahre, fahre ich aus Italien, in Anführungszeichen, die Südtiroler sehen das ab und zu anders, durch ein neutrales Österreich in ein anderes NATO-Land. Es ist Österreich heute schon angesprochen worden, es ist ein bisschen schlecht weggekommen, denke ich. Sie werden das alle noch wissen, wer das gesagt hat, ich habe es leider vergessen, das war ein Europa-Anhänger, der hat gesagt, wenn es Österreich-Ungarn nicht gegeben hätte, hätte es erfunden werden müssen. Und es ist so, denke ich, dass da vielleicht für auch heute noch eine Botschaft liegt. In dem Moment, wo Österreich-Ungarn seine Grenzen verloren hat, die Grenzen zusammengebrochen sind, gab es anschließend in Europa viel mehr Grenzen. Und es stellt sich die Frage, auch unter dem Aspekt der Friedenspolitik, ob man Außengrenzen nicht wieder zum Beispiel in der Europäischen Union stärker sichern muss, damit sie sich nicht innen wieder von Neuem entwickeln. Und die ethnischen Minderheiten zum Beispiel, ich lebe wie gesagt in Südtirol, ich war mit der Bundeswehr auf dem ganzen Balkan und in Afghanistan unterwegs, ich bin sehr oft in Barcelona, in Katalonien. Wenn wir den Nationalstaaten, die in ihre Macht verringern wollen und nach innen integrieren müssen, das höre ich überall in Europa, dann muss es nach außen einen Schutz geben, einen militärischen, einen polizeilichen und sonstigen, damit Europa eine Chance hat. Sonst sind wir alles Visegrad-Staaten. Und deswegen möchte ich Sie fragen, wie Sie darüber denken. Das ist eine sehr provokante Frage, das ist mir bewusst. Wer von Ihnen möchte beginnen? Wollen Sie? Ja, mir ist nicht ganz klar, wie das, was Sie über die Bedeutung der Donaumonarchie gesagt haben, mit den anschließenden Überlegungen zum Nationalstaat zusammenpasst. Denn das Ende des Ersten Weltkrieges ist bis heute für uns relevant, nicht durch Versailles, das ist gewissermaßen Geschichte geworden, sondern durch die Verträge von Saint-Germain, Trianon und Sèvres. Also die anderen Verträge, mit denen die Existenz multinationaler, multireligiöser oder multikonfessioneller und vielsprachiger Großreiche beendet worden ist und wurde überführt in die Bildung von Nationalstaaten. Von Nationalstaaten, von denen Ungarn ein Problem ist, weil 40% aller Ungarn leben nicht in dem Staat Ungarn. Deswegen haben die Ungarn auch damals in der Zwischenkriegszeit einen ziemlich heftigen Krieg gegen die Rumänen geführt, den sie verloren haben. Oder die Frage der Kriege Polens gegen Sowjetrussland. Ich glaube, die haben 4 Kriege in der Zwischenkriegszeit geführt. Die Kriege, die Griechenland gegen die Türkei geführt hat und so weiter. Das heißt, wir haben es hier mit einem Raum zu tun, in denen die Grenzen des Staates und die Grenzen der kulturellen, ethnischen, wie auch immer bestimmten Identität der Bewohner nicht kongruent sind. Und mit einer der Gründe wohl für die Erweiterung, für die Osterweiterung der Europäischen Union, die sozusagen ja die Dynamik der zentrifugalen Kräfte gestärkt hat, war,
zu verhindern, dass nach 1990 dort wieder Dynamiken eintreten wie in der Zwischenkriegszeit. Und das gleichzeitig natürlich unter dem Eindruck des Zerfalls von Kleinhabsburg, nämlich Jugoslawien, mit allem Drum und Dran. Das heißt, eigentlich ist gewissermaßen die Lösung des Problems, im Augenblick diskutieren wir das an der Grenze zwischen Nordirland und Irland, die Entdramatisierung von Grenzen innerhalb dieses Raumes. Die Entdramatisierung von Grenzen, weil die teilweise irgendwelche Solidaritätslinien und Verbindungen und Handelskontakte durchtrennen. Sie haben sicherlich recht, dass wenn man solche Räume nicht nur als wirtschaftliche Räume begreift, sondern auch unter dem Imperativ der politischen Handlungsfähigkeit, dass dann die Außengrenzen tatsächlich das markieren müssen. Wenn aber richtig ist, dass das, was wir geglaubt haben, dass nach 90 entstanden sei, nämlich eine globale Ordnung mit einem Hüter, nämlich den USA, dass diese Ordnung im Augenblick zerfällt, weil der Hüter dieser Ordnung ihr erster Wolf und Nutznießer sein will. Verwandlung gewissermaßen der USA. Umstellung auf Multilateralität auf Bilateralität und derlei mehr. Dann gehen wir in Konstellationen hinein, in denen man sagen kann, naja, dann wird es wahrscheinlich 5 große Akteure geben. Davon kann Europa einer sein, wenn es nicht auseinanderfällt. Aber bei Systemen mit 5, das ist ganz interessant bei der Betrachtung der Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges, nicht? Der relative Niedergang Großbritanniens als dem Globokop der Zeit und dann die Frage, wer tritt an die Stelle? Und dann hat man natürlich die Vorstellung, naja, 5 werden es wohl sein. Und dann gibt es diese Überschneidungsräume. Und wenn man eine solche Ordnung stabilisieren will, muss man Einflusszonen festlegen. Dann muss im Prinzip auch klar sein, dass Bevölkerungen nicht von heute auf morgen sich anders entscheiden können. Und das wird brisant an der Frage der Ukraine etwa. Das heißt, sozusagen, wenn man sagt, ja, scharfe Grenzen, und der russische Einflussbereich geht bis hierhin und der europäische Einflussbereich geht bis dahin, sodass also gewissermaßen diese Missverständnisse, zu wem gehört die Ukraine, nicht entstehen, jedenfalls nicht politisch scharf werden. Dann muss man aber auch akzeptieren, dass man sich damit eine ganze Reihe von Problemen einkäuft, nämlich unter anderem, dass in diesen Räumen das Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht gilt. Ja? Und das ist natürlich eine bittere Konsequenz. Ich wollte kurz auf das Thema Österreich zurückgreifen. Ich meine, Österreich-Ungarn ist natürlich für die Gegenwart, das damalige Österreich ist für die Gegenwart natürlich kein Modell, allein aus dem Grund, dass es zu sehr in so anderen Kontext sozusagen gegeben hat. Da kann man schwer direkte, direkt sozusagen näheren oder modellhaften Zügen ihm zueignen. Allerdings war, also ich denke jetzt immer an das Beispiel von Wickham Steed, dem großen britischen Journalisten, der ein Geißeler der Habsburger Monarchie war, der immer behauptet hat, das sei schon immer dem Kollaps nahe gewesen, wie ein Gefängnis der Völker und was weiß ich, nach dem Krieg. Aber vor dem Krieg, 1913, hat Wickham Steed schon eine große Studie zu Österreich-Ungarn. Ich kannte das sehr gut. Er hat in Wien seit 11 Jahren als Chefkorrespondent von The Times gelebt. Und er schrieb ein Buch, in dem er sagte, dieses Staatswesen ist für Europas Gegenwart und Zukunft unentbehrlich. Also ein ganz anderes Argument als nach dem Krieg. Also man muss sozusagen nach dem jeweiligen Standpunkt, nach dem jeweiligen Zeitpunkt. Also der Zeitpunkt macht einen ungeheuren Unterschied in dieser Hinsicht. Und ich denke jetzt immer an die Fälle Benesch und Masaryk, die vor dem Krieg und auch in der ersten Kriegsphase immer wieder betont haben, sie sehen keine Zukunft für das tschechische Volk außerhalb des Habsburgerreiches. Natürlich wollten sie Reformen, sie fanden, da waren viele Schikanen, sie hatten viele Klagen, aber sie wollten das Reich nicht aufgeben, geschweige denn kaputt machen. Und ich denke jetzt immer an Fürst Schwarzenberg, der einen jungen Tschechen gefragt hat. Er hat gesagt, junger Mann, Sie wollen rausbrechen aus diesem Habsburgerreich. Aber in wessen Hände wollen Sie sich denn tun? Wollen Sie sich in die Hände der Deutschen oder die Hände der Russen geben? Denn das wird Ihre Wahl sein, wenn Sie nicht mehr bei uns sind. Und das 20. Jahrhundert hat ihm natürlich Recht gegeben.
Ganz hinten, vorletzte Reihe. Der Herr hatte sich, zumindest soweit ich es gesehen habe, zuerst gemeldet. Ich behalte alle Wortmeldungen mit im Blick. Herr Plathaus, herzlichen Dank für das Wort. Mein Name ist Naumann. Ich habe eine Meinungsäußerung, dann eine Frage an Herrn Professor Clark. Zunächst einmal wissen wir, dass wir zurzeit alle beobachten, das Spiel des Brexit, wo die Premierministerin nach Brüssel kommt, ihre Meinung darlegt, wieder nach Hause fährt und dieses Hin und Her. Ich bin der Meinung, wir dürfen England nicht aus Europa verlieren. Ich sehe aber keinerlei Anstrengungen, den Briten zu sagen, ihr müsst drin bleiben und mit denen dahingehend zu verhandeln. Jetzt meine Frage an Professor Clark. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass man diesen Brexit noch umändern kann? Und was müsste gemacht werden? Danke. Da müsste es erstmal ein zweites Volksentscheid geben. Natürlich gibt es viele, die sagen, nein, das wäre ein Verrat am Volke. Das würde heißen, den Willen des Volkes nicht auf ihn nicht zu hören, ihn zu verschmähen. Das wäre undemokratisch. Ich finde das überhaupt nicht undemokratisch, das Volk noch einmal um seinen Willen zu fragen. Ich glaube, der wirkliche Grund, warum die Brexit-Befürworter das nicht wollen, ist, dass seit dem Volksentscheid ungefähr 1 Million Brexit-Wähler aus demografischen Gründen gestorben sind. Und sie befürchten, es wird ja diesmal anders ausgehen. Es gibt auch viele Indizien, dass es auch so ist. Aber ob es zu einem zweiten Versuch kommt, ist sehr fragwürdig. Also die Regierung hat da keine klare Aussage gegeben. Aber der Kern des Problems ist, dass wir natürlich auch auf der anderen Seite ein genauso diffuses Bild sehen. Nicht? Die Labour Party, also die Führung der Labour Party, hat auch keine klare Position bezogen. Sonst wäre die Situation ganz, ganz anders. Dann gäbe es eine Option sozusagen. Und dann hätten die Tories natürlich Angst vor dieser Möglichkeit einer Machtergreifung durch die Labour Party. Aber sie fürchten sich, sie müssen sich überhaupt nicht fürchten. Und das führt ja zu dieser extrem chaotischen und kontingenten Situation, wo alles von den neuesten Entscheidungen, so von einer Stunde in die nächste, scheint die Lage sich ständig zu ändern. Und die Schätzungen, wie wahrscheinlich diese oder jene Lösung ist, gehen weit auseinander von einem Tag zum nächsten. Also eine sehr unglückliche Situation. Ich glaube, es wird ja irgendwie zu einem Kompromiss kommen. Sie haben vollkommen recht, es ist wirklich ein Desaster, wenn Großbritannien ausscheidet. Und nicht nur für Großbritannien. Es ist natürlich vorrangig auch für Großbritannien ein Desaster. Aber es ist auch ein großer Schaden damit verbunden für Europa. So sehe ich das. Und ich hoffe, man unterschätzt das nicht. Es ist natürlich schwierig, wenn man zu viel anbietet. Wir wissen alle die Argumente nicht, warum man sich ein bisschen zurückhalten muss mit dem Angebot. Das ist auf jeden Fall die britische Ansicht, ist, wir sind so wichtig, ihr müsst uns wirklich ein Offer machen, dass wir nicht, an offer we can't refuse, sozusagen. Und das ist eine klassische Verhandlungssituation. Und wie wir da rauskommen, muss ich sagen, weiß ich nicht. Und als Historiker ist man nicht unbedingt berufen, diese Fragen also besser als andere zu beantworten. Das ist ein bisschen zufällig in meiner Erinnerung. Oberst Fink hat dich in der dritten Reihe. Das Mikro kommt von hinten. Ja, danke schön. Es gibt ja offensichtlich schon eine Tradition, eine Frage und eine Anmerkung zu machen. Ich möchte einen Appell vorwegstellen. Ich bin Oberst Klaus Fink, Kommandeur des Landeskommandos Sachsen, bin 59 Jahre alt und damit im besten Volkssturmalter. Das wollte ich an dieser Stelle anmerken.
Ich glaube, es ist einfach, den Beifall zu kriegen, wenn man auf dem Thema Einsatzbereitschaft der Bundeswehr herumdiskutiert. Aber mein Appell wäre, das einer differenzierteren Betrachtung zu unterziehen. Wir dürfen unsere Einsatzbereitschaft nicht nur daran messen, wie viele Brigaden wir auf den Weg bringen, denn dann müsste man ja fragen, und da stimme ich Ihnen zu, Herr Neitzel, wofür? Nicht? Also ist zunächst mal nicht die Anzahl der einsatzbereiten Brigaden ein Thema, sondern die Frage, wofür? Und wenn man sagt, wofür steht die Bundeswehr im Moment noch, dann steht sie im ersten Moment dafür, dass sie vom Parlament einen Auftrag bekommen hat, der in erster Linie sich den Auslandseinsätzen der Bundeswehr ergeht. Und da sind wir seit über 20 Jahren, in Afghanistan, und wir sind die einzigen großen Verbündeten neben den Amerikanern, die noch da sind und veritable Kontingente bereitstellen. Während andere große Nationen, wie die, die wir heute schon diskutiert haben, ja, Franzosen, Kanadier, Briten, sich schon gelinde gesagt aus dem afghanischen Staub gemacht haben. Und wir sind immer noch da und haben heute immer noch viele Soldaten dort, fast 1500 Männer und Frauen, und sind weltweit mit 4000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, weil das Parlament uns dahin geschickt hat. Also die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr für den Auftrag, der im Augenblick immer noch unser Kernauftrag ist, der ist sichergestellt. Und zwar auf dem höchsten Niveau im internationalen Vergleich. Das wollte ich nur feststellen. Zweitens kriegt man natürlich auch Beifall, wenn man über Kühlschränke und WLAN auf den Zimmern diskutiert. Ich möchte aber auch hier zu einer differenzierteren Betrachtung aufrufen und sagen, seit der Abschaffung der Wehrpflicht hat die Bundeswehr natürlich eine zentrale Herausforderung. Das ist die Personalgewinnung. Und dafür müssen wir alles tun, denn wir stehen hier im Wettstreit mit anderen Mitbewerbern im öffentlichen Bereich, aber auch im nicht öffentlichen Bereich. Alle kämpfen um die klugen Köpfe, und wir brauchen die besten Konzepte, um die klugen Köpfe in die Bundeswehr reinzuholen. Und das geht eben nicht mit den Rezepten der Vergangenheit, schon gar nicht mit 6-Stuben-Kasernierung. Jetzt kommt aber meine Frage, die hat damit gar nichts zu tun. Ich möchte die Beobachtung anschließen, wie sich sozusagen die europäische Sicherheitsarchitektur verschiebt. Eine gewisse tektonische Verschiebung ist ja zu beobachten mit Zentrifugalkräften, die durch die Briten oder die Amerikaner ausgelöst werden, aus dem Bündnis heraus. Aber insgesamt ist das für mich eine sehr eurozentristische Betrachtung. Ich würde gerne mal eine Einschätzung vom Podium dafür haben, dass man sagt, welche Rolle spielt Russland? Wird Russland ein Vakuum, das Amerika vielleicht erzeugt, füllen können? Gibt es da eine Intention? Ist das zu beobachten? Und ein anderer globaler Player ist China, darüber ist heute noch gar nichts gesagt worden. Also wäre meine Frage zur Zukunft der europäischen Sicherheits- und Friedenslandschaft, gibt es andere Spiele als die, die wir heute schon genauer betrachtet haben, und was ist Ihre Rolle? Vielen Dank. Dann würden wir mit Herrn Neitzel beginnen. Ganz kurz zu dieser Frage. Also wir sind ja in einer neuen Weltunordnung, und es ist nicht klar, wo in 50 Jahren die Machtbalance auch militärisch liegen wird. Ich glaube nicht, dass sie bei Russland liegen wird, denn Putin führt eine extrem gute Policy, und wir haben wieder mal viel zu viel Angst vor Russland. Also die Russland ist nicht der Warschauer Pakt, und sie sind überhaupt gar nicht fähig, jetzt ihre Panzer nach Warschau zu schicken oder dergleichen. Wir sagen, die Truppen in Litauen sind nicht zu verteidigen, aber Ostpreußen ist eben auch nicht zu verteidigen. Und wenn man die wirtschaftliche Kraft Russlands sieht, die mit China vergleicht, dann sieht man, also das ist ein sehr ungleiches Verhältnis. Aber Putin mit den Kräften, die er hat, er bringt die gut auf den Punkt und versteht es damit, sagen, auf der politischen Weltbühne zu spielen. Aber ich sehe Russland überhaupt nicht in der Situation, jetzt sagen, die Rolle der USA zu übernehmen, die sie ja angesprochen hat. Die Frage bei China wird sein, wirtschaftlich sind sie das, Engagement in Afrika, aber in welchem Maße sind sie bereit, sagen, Out-of-Air-Operations mit ihren Streitkräften zu machen, jenseits des Südchinesischen Meeres. Und da haben sie sich sinnvollerweise zurückgehalten, weil sie auch gesehen haben, seit 1993 irgendwie die Auslandseinsätze gehen irgendwie alle schief. Die Amerikaner haben immense Summen versenkt, what for? Die Chinesen konnten das in den Aufbau ihrer Statuswirtschaft und ihrer Streitkräfte stecken. Und die Frage wird sein, also endet die Strategie im Sinne von, also sind die Chinesen ein deutsches Kaiserreich, das eigentlich sagt, wir wollen die Gleichberechtigung?
nicht mehr Gleichberechtigung? Und wenn wir das haben, politisch, wirtschaftlich, im G7-Format, dann ist das gut? Oder wollen Sie, wir haben unseren kleinen Vorhof im Südchinesischen Meer, das reicht uns? Oder wollen Sie sagen, wir sind die pazifische, die globale Macht? Dann müssten Sie aber sagen, ganz anders präsent sein. Und da wir alle nicht in die Köpfe von Staatslenkern reinschauen können, wissen wir das nicht. Eine kurze Anmerkung will ich noch zu Ihrer Anmerkung machen. Sie haben völlig recht, der Inspekteur des Heeres hat festgestellt, das deutsche Heer hat in den letzten 10 Jahren alle Aufträge erfüllt. Damit hat er vollkommen recht. Aber die Frage ist ja doch, welchen Anspruch wir haben. Und die Bundeswehr ist eine hochloyale Organisation. Wenn man ein bisschen reinhört, merkt man ja, das wissen Sie besser als ich, wo es überall knirscht. Und wenn man reinhorcht, stehen einem die Haare zu Berge. Ne? Also wir könnten lange darüber reden, aber wir wissen, wie viele große Probleme es eben macht, auch die Kontingente im Auslandseinsatz zu fahren. Und wenn Sie Afghanistan sagen, ja, die Deutschen sind engagiert, aber man muss sich ja schon die Frage stellen, vor allen Dingen die Politik, was machen wir da eigentlich, außer da zu sein? Da zu sein, damit haben wir ein politisches Tool, aber wir könnten lange über die Unsinnigkeit dieses Einsatzes in Afghanistan reden. Und da haben wir dann schon wieder das Problem, und dass die Soldaten, die da sind, einen fragen, also ich darf nicht rausgehen, ich kann das Partnering nicht machen, damit erzeugen wir nicht, die afghanische Armee wird aufgerieben und wir sitzen in unserer Kaserne. Also wir müssen schon kritische Fragen stellen, und ich erlebe die Bundeswehr, wir sind ja hier im kleinen Kreis, wir können offen sprechen, ich erlebe die Bundeswehr immer wieder in der automatischen Haltung, bei uns ist alles gut. Bei uns ist alles gut, sondern eine automatische Haltung. Das ist ja aus Sicht einer Organisation verständlich, nur wir müssen uns öffnen in diesem kritischen Diskurs. Und ich würde nie der Bundeswehr irgendeinen Vorwurf machen, es muss von der Politik kommen. Aber verdammt nochmal, da muss auch die Aktiven der Bundeswehr mal auf den Tisch schauen und sagen, so geht das nicht. Also ich finde, mit dieser Frage, wozu Streitkräfte hängen aufs engste Fragen über die außenpolitische Richtung der Politik Deutschlands. Und was ich bemerke als Nicht-Deutscher und als Außenseiter sozusagen, wenn ich hineinschaue, ist, wie polarisierend in diesem Land außenpolitische Fragen wirken. Das ist ungewöhnlich. Denn normalerweise sind die Fragen, die von außen kommen, sie führen zu dem, was Hans-Ulrich Wähler die negative Integration geführt hat, nicht? Aber in Deutschland ist es anders. Und vor allem die Russland-Frage hat mindestens seit den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, da gab es schon einen Riss in der deutschen Hof- und politischen Gesellschaft zwischen den pro-westlichen und den pro-russischen Gruppen. Das war im Paulskirchenparlament nicht anders. Die Linke wollte einen Volkskrieg gegen Russland, die Rechten nicht. Zur Zeit des Krimkrieges war man auch zutiefst gespalten. Sollte man neutral bleiben, sollte man mit Österreich und den Westpartnerstaaten sozusagen gegen Russland gemeinsame Sache machen. Man entschied sich für die Neutralität und so weiter. Also diese Frage hat die Deutschen schon immer gespalten. Und sie spaltet sie noch. Also sie ist immer noch eine spaltende Präsenz in der Öffentlichkeit. Und das erschwert natürlich die Suche nach Antworten auf die Frage, wozu Streitkräften, auch wenn man natürlich als Antwort auf diese Frage keine einzelnen Staaten nennen würde, aber man müsste sozusagen ein klares Bild haben von den Interessen Deutschlands oder von der außenpolitischen Richtung des Landes, um sozusagen auf gute Antworten auf diese andere Frage zu kommen. Und dann die Frage nach die andere, also da geht es auch um Russland. Interessant an der Zeit vor 1914 und auch sehr gefährlich an dieser Zeit war eine Tendenz, Russland zu überschätzen, Russland zu sehr zu fürchten. Es gab Russland wurde aufgeblasen in der öffentlichen Diskussion. Es würde die größte Armee aller Zeiten haben. Der russische kämpfende Mann sei der beste Mann der Militärgeschichte. Der Syndikus der Pariser Börse, ein Mann namens Verneuil, fuhr im Auftrag Poincarés nach Russland und schrieb einen Bericht, in dem er gesagt hat, das ist das nächste Amerika.
Also aus Russland wird eine Supermacht. Und wir müssen uns darauf gefasst sein. Wir können glücklich sein, dass wir an der Seite dieses Giganten stehen. Das war alles Quatsch, natürlich, hat sich da sehr schnell als falsch erwiesen. Und man darf heute auch nicht in eine pathologische Furcht vor Wladimir Putin oder vor Russland geraten. Man muss weder zu sehr fürchten, noch zu sehr sozusagen auf ihn eingehen. Man muss immer zwischen diesen zwei Positionen sozusagen neutral bleiben und versuchen pragmatisch und intelligent jedes einzelne Problem sozusagen zu analysieren. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also ich dachte nur, eine Sache, die wir gar nicht angesprochen haben, wenn man wieder dann zur EU zurückgeht, das ist die Sache mit der Soft Power, die sehr wichtig ist und die natürlich zusammenhängt mit der Außenpolitik. Die EU muss ja eine attraktive Kraft sein, dass die Länder weiter dorthin wollen. Ich meine, man kann nicht nur sagen, es kommt in die EU, weil die EU ist so gut, das hat ja nicht funktioniert in England. Die EU muss sich auch überlegen, wie kann sie es schaffen, so zusammenzuarbeiten, dass sie wieder eine Soft Power wird, dass sie wieder eine Anziehungskraft hat. Ich weiß, wie ich angefangen habe, paneuropäisch zu arbeiten, da haben wir immer gesagt, der Witz mit dem vereinten Europa ist, dass wir werden nicht Grenzen verschieben, wir werden Grenzen auflösen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, an die wir weiter zumindest denken sollten im Hinterkopf. Danke. Also wenn das richtig ist, was ich vorhin gesagt habe, nämlich dass Auseinandersetzungen der Zukunft möglicherweise gar nicht mehr mit dem Gebrauch klassischer Streitkräfte stattfinden, sondern mit der Dispension der Kontrolle eines entgegengesetzten Willens über seine Steuerungs- und Kommunikationssysteme. Dann stehen die Europäer vor einem Problem, weil sie im Prinzip keine Aktien, keine Fähigkeiten, keine Ressourcen in dem gesamten Bereich der Kontrolle des Cyberraums haben und diese Fähigkeiten letzten Endes von den USA geborgt sind. Und wenn man nun sagt, ja, wir werden uns aber vermutlich auf die USA nicht verlassen können, weil die ja die Handys abhören oder was auch immer, nicht? Dann beginnt hier der Punkt, nicht? Sozusagen, dann muss man hier eigene Produktionsketten aufbauen, die sicherstellen, dass von den einfachsten Technologien in dieser Hinsicht bis zu den komplexesten Prozessen wir, in dem Sinne die Europäer, ihre eigenen Lücken einbauen, die nur sie kennen. Und wir nicht gewissermaßen aus Korea oder China oder den USA mit entsprechenden Systemen beliefert werden, wo die gewissermaßen immer bei uns drin sitzen. Das ist ein Projekt, das vermutlich jenes Projekt des Aufbaus von Airbus, was ein ähnliches war, nicht? Jedenfalls in seinen Kostendimensionen weit überschreitet. Aber das ist die Voraussetzung dafür, ein eigenständiger, selbstbewusster, handlungsmächtiger Akteur als Europa im weltpolitischen Maßstab zu sein. Das wird weit über das hinausgehen in den Kosten, was jetzt diskutiert wird mit den bis zu 2% oder derlei mehr. Und hier würde ich sagen, da fällt wirklich die strategische Entscheidung. Nicht, ob die da jetzt, was weiß ich noch, ein paar Panzerbrigaden gewissermaßen zur Nervenberuhigung der baltischen Staaten bereitstellen, sondern ob es möglich ist, in dieser Frage, weil die Frage nach den Grenzen kam, gewissermaßen Europa als Aktionsraum wasserdicht zu machen oder nicht. Wenn oder nicht gilt, ist es sowieso vorbei. Nicht? Das sind weitreichende Entscheidungen, von denen ich aber nicht feststelle, dass sie wirklich diskutiert werden. Und es ist auch völlig klar, das können weder die Deutschen noch die Briten noch die Franzosen allein, sondern das ist etwas, da muss man tatsächlich die Ressourcen und Fähigkeiten poolen. Ich will dazu eine ganz kurze Anmerkung machen. Ich bin ganz bei Ihnen, Herr Münkler, aber das ist ja auch die Antwort auf die Frage, wozu Streitkräfte? Wozu Streitkräfte heißt ja nicht irgendwie unbedingt Panzer. Ich kann ja sagen, das ist old-fashioned und es gibt ein einziges historisches Beispiel, in dem Staaten ihre Intelligence-Souveränität aufgegeben haben. Das ist ja der Arkanbereich des Staates, diese Frage von Cyberkrieg. Nämlich die Briten im Zweiten Weltkrieg, als sie gemerkt haben, sie können
den Geheimdienstkrieg, den neuen Hightech-Krieg alleine nicht führen. Und sie haben bei Ultra alle ihre Geheimnisse von Bletchley Park den Amerikanern geöffnet. Und dadurch konnten sie einen Hub herstellen, den Club of Five Eyes, dann 1944 gegründet, wo sie die größten intellektuellen Probleme der Zeit, nämlich das Brechen von Maschinenschlüsseln, in kurzer Zeit lösen konnten. Aber das war der Druck eines Weltkrieges. Sonst machen Staaten das in der Regel nicht. Und wenn man GCHQ, die ja gar nicht schlecht sind, und die Franzosen nimmt, und wir haben ja sogar einen europäischen Geheimdienst in Brüssel, da sagen die Briten aber, die da sitzen, ich habe mal mit dem britischen Vertreter, ein witziger britischer Kapitän eines Atomobootes ehemals, sagte, zuerst arbeiten wir für die Majestät, die Königin. Dann für die Amerikaner und dann irgendwann vielleicht auch für die Europäer. Und wir bräuchten eine Drucksituation einer Bedrohung, in der die Europäer sagen, wir öffnen unser Potenzial, unsere Labore, um sowas wie eine europäische Corporation zu machen. Da würden die Briten immer sagen, Europäer, wir wenden uns immer an die USA. Die Franzosen sagen, ihr Deutschen könnt gerne mit uns zusammenarbeiten, aber wir sollten schon die Lead Nation sein. Also es wird wirklich sehr schwer. Es wird wahrscheinlich nur gehen, wenn der Druck von außen kommt. Das würde zumindest die historische Analogie nahelegen. Jetzt habe ich mindestens 4 Wortmeldungen auf dieser Seite. Wir fangen in der 4. Reihe mit dem Herrn direkt am Gang an. Schön. Mein Name ist Professor Horn. Ich war 20 Jahre Direktor beim UN-Generalsekretär. Das ist schon eine Weile her. Meine Frage geht an Herrn Münkler. Zwischenstaatliche Kriege und innerstaatliche Kriege. Natürlich gibt es für innerstaatliche Kriege vielfältige Ursachen. Aber eine der Ursachen ist nach der sogenannten Wende, dass der Westen der Meinung war oder auch noch ist, aus guter Absicht sicher, dass man die parlamentarische Demokratie und Marktwirtschaft und so weiter in der ganzen Welt einführen möchte und dafür auch interveniert. Ich nenne das Stichwort Regime Change, Libyen, Ägypten und so weiter. Diese Strategie ist meiner Ansicht nach gescheitert und hat zu den innerstaatlichen Kriegen beigetragen und sie verschärft, auch in Syrien. Man muss Assad nicht mögen, aber wer hat denn den IS organisiert gegen Assad oder in der Ukraine? Ist das etwa spontan entstanden? So dass meine Frage darauf hinausläuft, muss nicht auch der Westen seine Strategie hier überlegen? Ja. Also ich meine, wenn wir uns die russische Argumentation vor Augen führen, dann läuft die darauf hinaus. Es hat ab einem bestimmten Zeitpunkt im Verlauf der 90er Jahre so etwas wie eine zunehmende Einkreisung gegeben. Die ist keineswegs nur durch das formale Vordrängen der NATO und NATO-Mitgliedschaft entstanden, sondern auch durch informelle Organisationen und NGOs, die bestimmte Volksbewegungen in Kraft gesetzt haben. Und da taucht dann in der Regel auch der Name von Soros auf und so weiter und so weiter, nicht? Und die russische Reaktion darauf ist immer mal wieder jetzt Hackerangriffe. Und wenn man sich anguckt, wie Putin argumentiert, sagt er, ja, wir sind doch eine freie Gesellschaft und wir können überhaupt nicht kontrollieren, was unsere Hacker machen, sodass er also gewissermaßen in zynischer Zuspitzung die westliche Selbstlegitimation, nämlich wir sind liberale Gesellschaft und wenn Soros sein Geld dafür einsetzt, dann macht er das halt, zurückspiegelt. Das ist auf Dauer sicher eine Situation forcierter Instabilität. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich bin auch ganz bei Ihnen, wenn man sagt, okay, der Westen muss sich überlegen, was ist eigentlich die größere Herausforderung? Ein wiedererstarktes Russland oder ein instabiler, zerfallender Naher Osten und gegenüberliegende Mittelmeerküste? Und wenn man sagt, das Letzte ist aber für uns das größere Problem, dann wird man das nur hinbekommen können, ist die Voraussetzung dafür, ist keine Garantie, wenn man mit den Russen kooperiert.
Weil das haben wir in Syrien gelernt. Die Russen können mit relativ geringem Aufwand alles, was der Westen hinbekommen hat, kaputt machen. Das heißt, man kann sie sich nicht als Gegner bei einem so komplexen Projekt mit so hohen Investitionen bei dieser dramatischen Vulnerabilität leisten. Und dann, ja, ich meine, dass sozusagen das, was bei den Angloamerikanern Grand Strategy heißt, dass das bei uns zurzeit nicht vorhanden ist, haben Sie in gewisser Hinsicht beschrieben. Ich würde es noch mal dramatisieren. Der einzige Erfolg westlicher Interventionen in den Syrienkrieg ist die Zerschlagung des IS als territorialer Akteur. Nicht als Netzwerkorganisation, das die besteht ja fort, aber als territorialer Akteur ist er zerschlagen. Das hat aber jetzt sozusagen die bittere Konsequenz, dass damit der härteste Gegner von Assad weg ist. Gleichzeitig wir aber sagen, aber mit Assad, diesem Stinkefinger, wollen wir gar nicht sprechen. Das heißt, man hat keine Grand Strategy gehabt, nicht? Man hat gewissermaßen ein Pressionsmittel, das man gehabt hätte, um Assad sagen, zu marginalisieren, weggenommen. Vielleicht mit guten Gründen, weil man gesagt hat, die sind aber für uns viel gefährlicher. Aber dann hätte man gleichzeitig sagen müssen, wenn wir den IS als territorialen Akteur ausschalten, dann werden wir nicht umhinkommen, Gesprächsfäden ganz anderer Art mit Assad aufzunehmen. So steht man jetzt gewissermaßen vor den Trümmern einer Nichtstrategie. Also insofern verstehe ich das, was Sie gesagt haben, als eine Defizitanzeige im Hinblick auf die Europäische Union, die NATO, auch die USA, alle möglichen Akteure, so etwas wie eine langfristig aufgelegte Strategie von, klassisch hätte man gesagt, Koalitionskriegführung, ja, anzulegen, sondern alle möglichen Akteure machen da alles Mögliche und sind hinterher über die eingetretenen Effekte sehr erstaunt und gelegentlich weinen sie auch Krokodilstränen. Und insofern möchte ich jetzt sagen, so manches strategische Chaos im Vorfeld des Ersten Weltkrieges und während des Ersten Weltkrieges ist als Chaos zurzeit durchaus auch beobachtbar. Also ich stimme ich bei und ich wollte nur hinzufügen, ein Beispiel aus der Korrespondenz zwischen Bismarck und seinem alten Freund Leopold von Gerlach. 1853 schreibt Gerlach an Bismarck und sagt, warum paktierst du mit diesem Napoleon III.? Das ist eine satanische Missgeburt der Revolution. Also er stinkt nach Revolution. Wenn du wirklich ein Konterrevolutionär wie ich bin, dann kannst du mit diesem Mann nicht, diesem Usurpator nicht sprechen. Und Bismarck schreibt zurück und sagt, wissen Sie, ich weiß nicht, ja, Sie haben sich gesiezt eigentlich. Wissen Sie, es ist so, Sie meinen, es gibt eine Trumpfkarte, das ist die Konterrevolution, und sie sticht alle anderen Karten. Und diese Karte muss man immer wieder spielen. Aber es ist kein Kartenspiel, es ist ein Schachspiel. Und er ist mitunter auch ein Stück. Man darf auf keines Stück verzichten. Es müssen alle Stücke zur Verfügung stehen. Das kann eine Zeit kommen, wo man dieses Stück brauchen wird. Und deswegen muss man, wie Herr Mückler sagt, auch mit den Stinkefingern reden. So, jetzt wäre hier vorne die Dame in der zweiten Reihe. Warten Sie bitte kurz aufs Mikro. Sonst versteht man Sie hinten nicht. Also, was ich sagen wollte ist, dass es schon über Jahrhunderte geht, dass die Europäer, dass die europäischen Länder sich zusammenschließen wollen. Das ist nichts Neues. Das ist jetzt etwas, was irgendwie ein Momentum erlangt. Aber ich wollte Ihnen ganz kurz etwas erzählen. Ich bin 1941 in Dresden geboren, habe die Bombardierung miterlebt. Meine Eltern sind 1951 mit uns in den Westen geflüchtet, was auch damals schon sehr gefährlich war. Und in den 1960er Jahren bin ich in die USA gegangen, weil meine Eltern mich nicht studieren lassen wollten. Und dort konnte ich das machen. Und als ich dann in den USA lebte, und da bin ich jetzt schon seit 40 Jahren, habe ich Europa und alles, was mir und meiner Familie passiert ist, aber auch die ganze europäische Geschichte
aus der Distanz gesehen. Und vieles sehen wir da auch klarer. Ich habe mir über vieles dann Gedanken gemacht und bin zu einigen Eindrücken gekommen. Ich möchte gerne sagen an Christopher Clark, dass es nicht nur um Geld geht und ich das unglaublich schade finde, wenn Großbritannien aus der EU austritt. Ich glaube, wir brauchen Großbritannien und wir brauchen eine EU. Wenn Sie 40 Jahre in den USA gelebt haben, dann sehen Sie, dass Europa ohne EU, ohne ein vereinigtes Europa nicht überleben kann. Wir müssen das unbedingt zustande bekommen. Und was ich heute Abend den Leuten hier sagen möchte, und das sollen die allen weiter sagen, ist, sie müssen über die EU reden. Sie müssen das Positive über die EU herausbringen. Es lohnt nicht, dass nur einige hierher kommen und sich diese klugen Reden anhören. Die fand ich fantastisch heute. Aber alle von uns, jeder Einzelne und jede Einzelne von uns muss das weitertragen, damit das nicht irgendwo versandet und wir eines Tages uns vor den Kopf schlagen und denken, wo waren wir denn überhaupt, was haben wir denn überhaupt gemacht? Und ich meine, Damen, ich bin hierher gekommen von Los Angeles, um hier dran teilzunehmen. Mein lieber Freund Prinz Alexander hat mich eingeladen und ich bin sehr gerne gekommen. Und natürlich habe ich das Buch Die Schlafwandler gelesen und ich frage mich manchmal, ob wir nicht im Moment auch irgendwie durch Europa schlafwandeln, ob wir überhaupt verstehen, was auf dem Spiel steht, was gemacht werden muss, dass wir zusammengehören. Und vor allen Dingen jetzt, wo wir in den USA den Präsidenten Trump haben, der Europa einfach nicht will, der ich kann mir nicht vorstellen, was er will. Und zum Glück wohne ich in Kalifornien und Kalifornien ist ein demokratischer Staat. Und wenn ich so leben will, dann muss ich mich um Trump überhaupt nicht kümmern, aber er ist da und ich muss das wissen und ich muss den Leuten in Europa sagen, sammelt eure Kräfte und macht das im Moment erstmal ohne die USA und was dann kommen wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, irgendwann eines Tages werden wir wieder zusammenkommen. Es ist mir wirklich ein Anliegen, dass alle hier das weitertragen, dass wir die EU brauchen. Und ich danke Ihnen sehr, dass ich das sagen durfte. Und ich bin wirklich sehr gerne hier. Vielen Dank. Weitere Reihen dahinter, genau, der Herr in der vierten Reihe. Ich finde es eine unglaublich schöne und emotionale Diskussion. Ich heiße Willem von Bodin, aber ein Thema ist mir noch nicht ganz hier zur Diskussion gekommen, was ich für extrem wichtig halte. Bundespräsident Köhler ist zurückgetreten worden, vielleicht auch, weil er nicht die Courage hatte, weil er überm Horn von Afrika-Journalisten eine Information gegeben hat, dass die Soldaten dort nicht nur für die Piratenbekämpfung sind, sondern dass sie vor allem auch die deutsche Wirtschaft schützen müssen. Das hat ihnen letztlich Kopf und Kragen gekostet. Wir haben Medien in unserem Land. Und die Politiker sind diejenigen, die von den Medien getrieben werden. Denken Sie an die hier jetzt in Sachsen anfangende Wahrheitskommission, die über die Treuhand denken soll. Und die natürlich irgendwo auch dafür sorgen, diese Medien, dass wir alle in einer miesen Stimmung sind in Deutschland, obwohl es uns saugut geht. Und diese Medien entscheiden dann letztlich in ihren Redaktionskonferenzen, welche Sau sich als nächste durchs Dorf treiben. Und die Politiker, weil sie nur für 4 Jahre, nicht für 5 Jahre gewählt werden und weil sie jährlich Wahlkämpfe haben, reagieren im Grunde nur noch spontan und nicht überlegt, sie führen nicht mehr, weil wir diese vierte Gewalt haben, deren einziges Kontrollorgan der Presserat ist. Es gab hier in Sachsen diese furchtbare Geschichte von dem kleinen Josef in Siebnitz bei Dresden, so Siebnitz hieß der Ort, glaube ich, den angeblich Neonazis in einem Schwimmbad ertränkt hätten. Die Geschichte war gesponnen von Anfang bis Ende. Das war eine frustrierte Apothekerin, die in Siebnitz nicht angekommen war. Die Gesellschaft mied sie und ihr Sohn ist an einem Herzversagen im Schwimmbad ertrunken. Bild und Taz in einer merkwürdigen Allianz. Diese beiden Extremzeitungen trieben die Sau durchs Dorf. Es kam raus, alles Spinnkram. Und der Presserat verfügte lediglich eine verschärfte Rüge, seine schärfste Waffe. Das sitzt heute ein Chefredakteur auf einer Backe ab. Weil es um Umsatz geht, die Anzeigen brechen weg und nur das, was also wirklich
die Auflagen steigert, ist heute noch wert, gedruckt zu werden. Und ich glaube, diesem Thema müssen wir uns, wenn wir so weltpolitische Themen, wie wir hier besprechen, auch widmen. Welche Chance lassen wir eigentlich Politikern, mal in Ruhe durchdachte Politik zu machen, wenn die Durchstecherei im Grunde System ist? Ich hatte mal ein Gespräch mit einem alten Herrn, einem Grafen Finkenstein, dessen Vater der letzte Hofmarschall von Kaiser Wilhelm in Dorn gewesen ist. Und er war junger Leutnant in Frankreich, und damit will ich dann aufhören, und ging nach dem Tod von Kaiser Wilhelm zu ihm hin und sagte: Jetzt kannst du mir mal erzählen, was der so alles von sich gegeben hat. Und der Vater sagte in der dritten Form: Was seine Majestät der Kaiser mir in Stunden höchster Not anvertraut haben, das nehme ich mit in mein Grab, mein Sohn. Und das ist doch die Frage, die Transparenz, die Durchlässigkeit, die Unfähigkeit, auch im kleinen Kreis Politik zu planen, nachzudenken, weil sie sofort durchgestochen wird und weil es immer wieder geschäftemachende Medien gibt, denen dieses Land zumindest strategisch nicht so weit am Herzen liegt, dass sie Schaden von ihm mehren. Sie haben ja auch kein Eid auf dieses Land geschworen. Und da hätte ich gerne mal die Meinung von den Leuten hier am Tisch. Wie gehen wir Deutsche eigentlich mit unserer Pressefreiheit um, die ein heiliges Gut ist, wenn sie ständig missbraucht wird? Jeder Fußballer, der einen Stinkefinger ins Publikum zeigt, kriegt 50.000 Euro Geldstrafe und 6 Spielsperren, und das merkt er sich. Wenn man straflos Presse gegen die Interesse des Landes machen darf, aus eigennützigen Gründen, ist meine Frage: Wie lange dürfen wir uns das noch gefallen lassen? Also als Wissenschaftler würde ich immer sagen, das muss man reflektieren, denn bekanntermaßen hat der Spiegel seit seiner Existenz massiv zum Beispiel gegen die Bundeswehr geschossen, bedingt abwehrbereit, wobei er damit noch geschönt hat. Wenn man die 62er Berichte wirklich liest, dann denkt man, aha, alles haben sie auch nicht gewusst. Also das ist ja eine Tendenz, und wenn wir uns mal die Presse ansehen im Kaiserreich, da hat er Vorwärts natürlich auch also aus allen Rohren gegen Bismarck geschossen. Damals gab es natürlich die Möglichkeit, auch noch zuzugreifen, Majestätsbeleidigung und so. Aber das ist ja die Frage, ne? Wir müssen, glaube ich, zwischen Presse unterscheiden. Wir haben eine breite Pressemeinung. Nehmen wir mal die Bundeswehr. Es gibt ja nicht nur Pressestimmen, die negativ über die Bundeswehr berichten, sondern auch in der FAZ stehen ja durchaus Dinge drin, die Bundeswehr auch gestützt haben, auch die Traditionsdebatte und so. Beim Fernsehen wäre ich eher bei Ihnen, also da sehe ich im eher ein Problem. Aber dann muss man auch die Frage stellen: Als Kind habe ich noch, oder als Jugendlicher, den NATO-Doppelbeschluss erlebt, und wie Helmut Schmidt mit dem Brustton seiner Überzeugung sagte, wir brauchen die Stationierung und sich auch Kohl, und sich auch von 250.000 Demonstranten im Bonner Hofgarten nicht hat beeindrucken lassen. Also es ist ein Wechselspiel, es ist die Frage meiner Überzeugung, wofür stehe ich ein? Und da sehe ich schon auch einen generationellen Wechsel, weil natürlich diejenigen, die den Krieg erlebt hatten, irgendwie eine Idee hatten, ein auch vielleicht ein Stück weit einen Mythos, an den sie glauben wollten, dann bei Kohl ja zu fassen. Und da sind sicherlich heute eher Pragmatiker, die vielleicht nicht von dieser Kraft einer Idee getrieben sind, für die sie sich auch einsetzen wollen. Aber man muss auch bestimmte Dinge aushalten als Politik. Wenn ich sehe, dass in Ministerien die Morgenlage die Presselage ist, dann sage ich mir, also in sicherheitsrelevanten Ministerien, man zuerst auf die Presse schaut, das muss man ja auch nicht unbedingt so machen. Und es sind ja nicht alle, die negativ schreiben, also da muss man immer das eine und das andere sehen. Und dann für die Bundeswehr würde ich sagen, in meiner Kenntnis, ist es erstaunlich, was nicht bekannt wird. Also es werden Dinge durchgestochen, da kommt ein Traditionserlass mal ein bisschen vorher raus, aber die wirklich geheimen Dinge, die wirklichen Arkanbereiche, würde ich sagen, erfahren wir nicht. Und es ist erstaunlich, selbst vom Kalten Krieg, was wir alles nicht wissen. Und ich erlebe zum Beispiel diesen Sicherheitsbereich als einen hochloyalen Bereich. Klar gibt es da Dinge, die Journalisten mal erfahren, aber wenn man jetzt mal alle Akten einsehen könnte,
und dann mal einen Abgleich machen würde. Also was ist bekannt in Presse und was geht vor, was wird besprochen, dann ist das Delta immens, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann es jetzt nur für die Bundeswehr beurteilen. Aber auch die Frage, welchen Politikertyp haben wir und wo ist dann der Wille, sich für die Sache einzusetzen, dann bin ich eben nur 4 Jahre, ich bin ein unabhängiger Geist, vielleicht auch wirtschaftlich unabhängig und ich bin Minister und ich will diese Idee durchsetzen. Und da kann man dann nicht immer über die Presse klagen. Da muss man auch, also sonst hätte Helmut Schmidt niemals Politik machen können. Oder sonst hätte Adenauer niemals die Bundeswehr aufstellen können. Weil wenn man eine Umfrage gemacht hätte, wären nach dem Krieg 10 Jahre, die Deutschen hatten nun wahnsinnig die Nase voll davon. Aber sie waren überzeugt, das ist für das Land das Richtige und das tun wir. So, jetzt müsste man mal einen Politiker im Raum haben, ein Kabinettsmitglied, der auch mal die Logik einer Politik uns näher bringt. Aber da, glaube ich, hat sich in der Politik im Charakter schon was verändert. Also Sie fragen nach Politikern. Ich bin ja 8 Jahre im Reichstag in Schweden gesessen. Ich kann Ihnen eine Sache sagen. Die Politiker wollen 2 Sachen haben, die nicht vereinbar sind. Sie wollen natürlich in den Zeitungen stehen und gleichzeitig wollen sie aber nicht, dass sie einen gewissen Anstrich bekommen, dann fangen sie an, selbst Zensur zu treiben. Und das ist natürlich auch nicht richtig. Und das ist ein großes Problem. Also ich meine, das kann ich Ihnen nur sagen, das ist einfach so. Und außerdem haben wir eine Sache, über die wir gar nicht geredet haben. Es gibt ja nicht nur die traditionellen Medien, es gibt ja auch die sozialen Medien. Und die tun ja immer 10-mal über den Horizont hinausschießen. Das ist noch komplizierter. Und die kann man überhaupt nicht in den Griff kriegen, weil ich meine, die Sachen, die im Facebook 5000 Mal geteilt werden, die kann man nicht zurückrufen. Das ist einfach so. Deswegen ist es dann doch so, dass man einfach teilweise in gewisser Weise halt hinterherrennen muss, dem, was gerade passiert ist. Ja. Also da würde ich nur sagen, also das Problem ist nicht neu. Im 19. Jahrhundert hat der spanische Staatschef Diego Narváez gesagt, es reicht nicht, so eine nette Presse zu haben. Um gute, richtig gute Zeitungen zu haben, musst du alle Journalisten erschießen. seitdem haben wir uns verbessert. Ich würde sagen, ein interessantes, also die Brexit-Kampagne ist dann natürlich das neueste Beispiel angeblich der Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch die Presse in einem negativen Sinne. Es gibt eine Medienforschungsgruppe, die hat gezeigt, dass 89% des Coverage sozusagen der Kolumnen, wie sagt man das, des Coverage of Berichterstattung im Vorfeld des Volksentscheids gegen die EU war. Und das reichte natürlich Jahrzehnte zurück in die frühen 90er Jahre. Und eine der größten Propagierer dieser großen, es waren in der Regel auch Lügen über die EU, war natürlich Boris Johnson, der immer wieder Schlagzeilen gebracht hat als Korrespondent des Times, der Times Newspaper. Zum Beispiel, dass es in der EU illegal sei für ein Kind unter 10 Jahren einen Ballon aufzublasen, dass in der EU in nächster Zukunft die Kondomgrößen alle standardisiert werden sollten. Das hat in Großbritannien besonders für Ärger gesorgt. dass man Potato Chips nicht in gewissen Flavors, wie sagen wir, in gewissen Geschmacksrichtungen nicht mehr produzieren dürfte, zum Beispiel Prawn Cocktail, das ist zwar schrecklich, aber in Großbritannien besonders beliebt und so weiter. Aber die Frage, die wir dann stellen muss, ist, warum kam er damit an? Und das Problem war, er schickte solche Artikel zurück, sie erschienen in der Times und dann sagten sie die anderen Zeitungsredakteure, warum, also ihren Korrespondenten, warum schickst du ihnen nicht diese Geschichten? Und die Leute haben gesagt, weil sie nicht stimmen. Das sind alles gelogene Geschichten. Das hat Boris erfunden. Dann sagen sie, ist egal, schick uns sowas. Denn Boris, also die Leute wollen Boris lesen. Sie wollen dich nicht lesen. Du erzählst über irgendein Gremium oder ein Ausschuss hat irgendwas über Schwimmbäder erlassen oder sowas. Das ist für die Briten nicht interessant. Also wir wollen jetzt Prawn Cocktail Chips und Kondomgrößen. Und also so ging das weiter. Also das Interesse des Publikums sozusagen, also sie fütterten nur bedienten nur ein schon vorhandenes Appetit. Und dazu, das bringt uns zum Thema Führung. Und deswegen bin ich sehr froh, dass das Sönke-Neitzel Helmut Schmidt erwähnt hat. Egal, was man von Helmut Schmidt in seiner innenpolitischen Lage so halten mag, er hat
dass die Situation, als es eine sehr heiße und auch in mancher Hinsicht destruktiven Debatte um die sogenannte Neutronenbombe, um die Stationierung von Mittelstreckenraketen und so weiter ging, hat er es sehr standhaft durchgehalten, weil er eben einen intellektuellen und theoretischen Hinterland hatte. Er hatte darüber geschrieben, er hatte bestimmte Ansichten, sehr klare Ansichten, die er sehr gut belegen und unterstützen konnte zur Atomwaffensicherheitspolitik und auch zu der Verknüpfung zwischen Wirtschaftspolitik und Sicherheitspolitik. Also er hatte wirklich klar durchgearbeitete Thesen und war in dem Sinne ein transparenter Politiker, der klare Standpunkte hatte und bereit war, als es dann wirklich ihm wirklich dreckig ging, einfach dazustehen und das auf sich zu nehmen. Und das hat man heute auch nötig. Die Presse ist nicht fähig, gute Politiker von der Bühne zu fegen. Und gute Politiker wissen, mit einer solchen Presse umzugehen. Frau Professor Langenfeld? Langenfeld, Karlsruhe. Ich möchte gerne anschließen an das, was gerade eben diskutiert worden ist und einen Blick oder eine Frage an Sie stellen, die in die Zukunft gerichtet ist. Vorher möchte ich noch eine Bemerkung zur Presse machen. Ich denke, man muss sehr aufpassen, wenn man sehr pauschale Kritik an der Presse äußert. Das ist gegenwärtig, wird das sehr viel auf vielfältige Weise getan. Wir können sehr dankbar sein, dass wir eine freie und unabhängige Presse haben, auch wenn uns der ein oder andere Artikel oder die ein oder andere Schlagseite ärgern mag. Aber Schlagseiten gibt es zu allen Seiten. Und wenn man etwa die Berichterstattung über die Flüchtlingskrise oder über andere Krisen betrachtet, dann hat die Presse sich von der einen Extremrichtung in die andere Extremrichtung bewegt. Also da hat es alles gegeben. Also Vorsicht bei der Kritik an einer freien Presse. Und wir brauchen sie umso mehr. Wir brauchen sie umso mehr in einer Zeit, in der wir eben, wie das Gräfin Douglas eben gesagt hat, mit sozialen Medien zu tun haben, in denen eben sozusagen tatsächlich unkontrolliert, voller Polemik, in Echokammern Meinungen reproduziert werden, die eben tatsächlich gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gerichtet sind. Und jetzt meine Frage an das Podium. Was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Wir beobachten gegenwärtig in Europa, in einer Reihe von Ländern, aber in Ansätzen auch in Deutschland, dass zunehmend Parteien an Zuspruch gewinnen, die eine nationalistische Agenda haben, die populistische Thesen vertreten. Und diese Regierungen haben zum Teil auch damit begonnen, das Staatssystem so umzubauen, dass möglichst ihre Macht erhalten bleibt. Details möchte ich mir jetzt hier ersparen. Diese Regierungen erfreuen sich eines großen Zuspruches in der Bevölkerung. Sie sind mitunter auch bereits wiedergewählt worden. Diese Regierungen zeichnen sich vielfach dadurch aus, dass sie einen antieuropäischen Kurs fahren und dass sie sozusagen Lösungsansätze für Krisen, die wir gegenwärtig in Europa haben, auch blockieren. Und Europa muss Krisen, Flüchtlingsfrage etwa natürlich bearbeiten und lösen. Sie muss etwa auch das Verhältnis zu Russland klären. Sie muss die Frage ihrer Rolle in der Welt klären. Sie muss zu Fragen etwa auch des Welthandels Stellung nehmen. Das heißt, Europa ist als Faktor für die Findung von Lösungen mehr als gefragt. Zugleich ist es aber so, dass innerhalb von Europa die Kräfte zunehmen, die nicht interessiert sind, an solchen gemeinsamen Lösungen zu arbeiten. Woher kommt das? Ist das etwas, was von den politischen Eliten ausgeht, die ihre Macht stabilisieren wollen? Oder warum finden diese Eliten einen doch so breiten Echoraum bei der Bevölkerung? Ich möchte hier in keiner Weise irgendeine Art von Wählerschelte betreiben, das liegt mir ganz fern. Ich bin daran interessiert zu verstehen, wie es passieren kann, dass obwohl alle Umfragen, die gemacht werden, zeigen, dass die Bevölkerungen in Europa durchweg mehr oder weniger
in der EU bleiben wollen, die EU sozusagen schätzen, froh sind, dass sie Mitglied in der EU sind, gleichwohl Regierungen wählen und an der Macht halten, die also Lösungen blockieren, und wir stehen wieder vor einem nächsten Gipfel, wir hatten gerade wieder einen Gipfel, der Lösungen in der Flüchtlingsfrage blockiert hat. Wir hatten gestern eine einstweilige Anordnung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg gegenüber Polen, was die Umsetzung der Senkung der Altersgrenze für Richter am obersten Gerichtshof betrifft. Wir sehen also, dass wir in Europa in voller Konfrontation sind. Und was kann man tun, oder wo sehen Sie die Ursache und vielleicht die 1-Million-Dollar-Frage, was kann man tun, um eben sozusagen aus dieser Spirale der inneren Erosion der EU wieder herauszufinden, woher kommt das, obwohl die Menschen an sich grundsätzlich ein positives Verhältnis zur EU haben? Müssen wir zu einer EU verschiedener Geschwindigkeiten kommen? Müssen wir Lösungen sozusagen nur noch unter einem Kreis der Willigen in Anführungszeichen lösen? Was können wir in der Zukunft hier tun? Was können wir dazu beitragen in Deutschland? Na gut, ich meine, das ist natürlich eine Riesenkiste, die Sie da aufgemacht haben, die im Prinzip für eine einigermaßen kompetente Beantwortung mindestens eine Stunde Zeit in Anspruch nehmen würde. Deswegen sagen unter dem Vorbehalt, dass ich nur ganz kurze Striche mache, Folgendes. Das Entstehen von populistischen Bewegungen hat in verschiedenen Staaten Europas sehr unterschiedliche Gründe. Also man kann sagen, in den Südstaaten der Europäischen Union sind es eher ökonomische Gründe. Man kann sagen, vielleicht überregulierte Arbeitsmärkte, die dazu führen, dass die Jugendarbeitslosigkeit so hoch ist, obwohl es eigentlich viel gescheiter ist, junge Leute einzustellen, weil die sind in der Regel billiger als die Alten. Also spricht für überregulierte Arbeitsmärkte mit dem Effekt, dass wir dort Linkspopulismus vor allen Dingen stark haben. Das Problem ist in Deutschland, in den Niederlanden, in skandinavischen Ländern kein wesentlich ökonomisches Problem, sondern ist das Gefühl einer Enteignung im Sinne einer Ausweitung von Räumen, die unkontrollierbar sind, und eine Beschleunigung in der Zeit. Also Raum und Zeit spielen da zusammen. Nicht? Und in mancher Hinsicht sind das nostalgische Effekte. Sicherlich auch das Gefühl, dass wenn die in Brüssel zusammensitzen, dann nicht mehr eins zu eins das, was der Politik vom Volk in irgendeiner Willensäußerung aufgegeben ist, umgesetzt wird, sondern dass das dann alles verwässert wird und verhandelt und so weiter. Und so weiter. Das ist ja mit eines auch der Argumente der Brexit-Anhänger gewesen. Hier kann man sagen, Europa ist nicht gut erklärt worden in vieler Hinsicht. Nicht? Also sozusagen, das muss man natürlich sagen. Erstens, dass meine einzelne Stimme und mein Wille, wenn ich den in einer Kommune mit vielleicht 16.000, die zur Wahl gehen, unterbringe, ein ganz anderes Gewicht hat, als wenn das nur eine Stimme von 400 Millionen oder, weiß nicht, 350 Millionen an Wählern in Europa. Also sozusagen die Relativierung von Einfluss. Dann das Problem, dass innerhalb des Euroverbundes doch offenbar sehr unterschiedliche ökonomische Mentalitäten zusammengebunden worden sind. Also Nord-Süd. Und gleichzeitig, dass die uns zurzeit Beschäftigten, Sie haben das ja auch nochmal angesprochen, Visegrad-Staaten und einige andere, ein ganz anderes Verhältnis in der Wahrnehmung von Nationen haben als wir Westeuropäer, und zumal die Deutschen. Nicht? Also für uns ist Nation ja ganz schön, aber in mancher Hinsicht auch eine Bürde. Und wenn man gerade über Ersten Weltkrieg und alles Mögliche spricht, dann kommen einem so manche Gedanken hoch. Nicht? Wohingegen, ja, Herr Clark hat es vorhin angesprochen, die Wahrnehmung des Ersten Weltkrieges und seine Ergebnisse in Polen natürlich eine völlig andere ist. Nicht? Das ist die Geburt dieses Staates. Und die wesentliche Erinnerung ist, sie haben sich aus einer Reihe von Groß-
räumlich organisierten Mächten freigekämpft und sind erst im 20. Jahrhundert wieder ein Staat geworden. Und am Schluss haben sie sich aus dem Sowjetraum freigekämpft und jetzt kommen die in Brüssel und sagen ihnen schon wieder, was sie sagen. Okay. In all dem hat gewissermaßen ein, naiver Optimismus in Europa vorgeherrscht, nämlich dass der positive ökonomische Effekt Wohlstand und das Versprechen von Frieden, so schreibt sich die EU ja, nicht, ein Raum des Friedens und des Wohlstandes, dass die genügen werden, um Zustimmung zu generieren. Wenn die Demoskopen kommen und fragen, was hältst du von Europa und so, dann sagen die natürlich wunderbar, ja. Aber gleichzeitig finden sie es schon ganz gut, wenn ihr Orban oder Kaczynski oder wie die Leute heißen, gewissermaßen den Europäern mal so richtig vor die Karre treten. Sodass gewissermaßen dahinter durchaus eine Rationalität steckt. Und jetzt kommt noch das andere Problem hinzu. Kann man denen mal klar machen, dass wenn sie sich so negativ benehmen, dass das dann auch Folgen für ihren Wohlstand haben wird? Also inwieweit kann man die sanktionieren, nicht? Und dann steht schon wieder das Problem vor der Tür. Ja, also jedenfalls die Bundesrepublik sollte sich nicht so sehr als der Zuchtmeister ausspielen. In der Zahlmeisterrolle sieht man sie lieber. Mit allem, was das heißt, nicht? Also das Stillschweigen der deutschen Politik zum italienischen Haushalt, soll ja besser gar nichts dazu sagen, sonst machen die es noch schlimmer, nicht? Weil dann haben sie sozusagen noch ein zusätzliches Feindbild. Das alles sind Probleme. Das heißt, man muss Europa in dem Sinne besser erklären, in seiner ganzen Komplexität. Und man braucht für dieses Europa letzten Endes großräumlich denkende, langfristig denkende und rational und nicht emotional denkende Wähler. Das ist, wenn ich das so sage, natürlich eine ungeheure Herausforderung. Ja? Nun muss man aber sagen, okay, Herr Gleich, ich sage jetzt nochmal, an der Peripherie kann man sich das leisten. Ja? Also so eine komische Regierung wie Syriza mit den Rechten in Griechenland, das geht. Ja? Und vielleicht übersteht man sogar Movimento delle Cinque Stelle mit der Lega in Italien. Aber es ist auch klar, wenn in Deutschland eine solche Regierung an der Macht wäre, wäre das das Ende. Das heißt sozusagen, dieses Europa auferlegt uns, wenn ich jetzt mal sozusagen einfach das sagen darf, uns, eine Zumutung an Rationalität, Selbstkontrolle, Langfristigkeit des Denkens und des Denkens in weiten Räumen, in denen das klassische Problem der Mitte, ja, wiederkehrt. Leute, ihr müsst vernünftiger sein. Die an den Rändern dürfen auch mal richtig die Sau rauslassen, aber ihr nicht. Ich glaube, es ist ja einfach notwendig, dass wir versuchen, wir, die wir überzeugt sind von Europa, das wieder transparenter zu machen. Also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs war es für uns überhaupt kein Problem, positiv über die EU zu sprechen. Und dann konnten wir auch erklären den Leuten, was zum Beispiel die Sache, dass man so oft auch von den nationalen Politikern, weil die es einfacher gefunden haben, alles, was kompliziert war, auf die EU zu schieben. Und das ist in keinster Weise anders geworden. Und ich glaube, da müssten wir auch versuchen, dass wir wieder anfangen, sozusagen keine kleine Einmaleins mit dem ABC bei A wieder anzufangen. Und einfach alle unsere Ideen wieder rauszugraben und einfach wieder mal anfangen, mit allen Leuten wieder über die EU zu sprechen. Ich meine, ich habe das Problem, ich meine, es ist, dass die Länder teilweise komisch wählen. Ich komme ja aus einem Land, wo im Moment gar keine Regierung ist, weil die Wahl so komisch war, Schweden. Aber ich meine, das Problem wird ja, wenn in der Europawahl das so geht, dann ist es ein Problem. Und da haben wir noch ein paar Monate Zeit und da müsste sich einfach jeder berufen fühlen, da sein eigenes, also selbst versuchen, Leute zu überzeugen. Und ich glaube, das können wir alle, weil wir alle sehr von Europa überzeugt sind. Ja, das finde ich vollkommen richtig, was Gräfin Douglas jetzt gerade gesagt hat. Und ich fand auch sehr schön, was Herr Mückler gesagt hat. Europa ist nie genug erklärt worden. Ich finde, Europa hat eine Gegenwart und ich hoffe auch eine Zukunft. Aber die europäische Vergangenheit, die europäische Geschichte steht noch in den Anfängen. Also das Gefühl, das Bewusstsein für Europas Geschichte ist sehr schwach entwickelt in den Europäern, also in den europäischen Bevölkerungen, finde ich. Jeder Deutsche weiß viel über die deutsche Geschichte, jede Franzose über die Französin,
französische, die nationalstaatlichen geschichtlichen Traditionen sind stark und reich und haben tiefe Wurzeln. Aber die europäische, da müssen wir noch wirklich Jahrzehnte dran arbeiten, bis etwas Bedeutsames da erscheint. Dann drei kleine Punkte, das war der erste. Der zweite, ich finde, wir sollten die Wirkung der großen globalen Finanzkrise nicht unterschätzen. Das Aufkommen des Populismus ist zwar nicht nur seitdem geschehen, aber es ist ein globales Problem, nicht nur europäisch. Und man sieht zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, wie mit dem Aufkommen dieser Krise ein Riss durch die Republican Party geht. Also die Wall Street Republicans sind auf der einen Seite in dieser des Risses und die Flyover States, die Leute aus Mittelamerika, nicht Mittelamerika, aber Sie wissen, was ich meine, the Middle States, sehen das ganz anders. Und erst dann wird ein Trump möglich. Und ich glaube, in Ungarn auch ist die Wirkung dieser Krise wirklich unterschätzt worden. Es hat natürlich zu panischen Verhandlungen zwischen Ungarn und der EU, den EU-Behörden gegeben, die nicht unbedingt die Legitimität der EU in den Augen der meisten Ungarn gestärkt haben. Drittens und letztens ist es ja eine interessante partielle Symmetrie zwischen den Kulturkämpfen, die jetzt laufen, und den ursprünglichen Kulturkämpfen, nicht nur in Deutschland, sondern zwischen säkularen, religiösen Kräften, überall in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, in Frankreich hat man gesagt, es seien zwei Frankreichs, das katholische Frankreich und das antiklerikale Frankreich. Überall spaltete sich Europa in zwei kulturelle Lager und das geschieht heute wieder. Und wenn ich mich frage, warum, dann kommt eine mögliche Antwort, dass wir sozusagen, damals befand sich Europa am Anfang des Aufstiegs des Nationalstaates. Die Nationalstaaten stiegen auf und es kam zu einer Spannung zwischen denjenigen, die noch an die alte Ordnung hingen, an die alte europäische Ordnung hingen, und denjenigen, die wie Rudolf Virchow zum Beispiel, der alles dem Nationalstaat geben wollte. Und nun sind wir nach einem halben Jahrhundert oder mehr Europäisierung, Entnationalisierung, sind wir vielleicht in einer Endphase, die genauso krisenhaften Begleiterscheinungen begleitet wird, wie der Aufstieg. Also es war vielleicht nicht anders zu erwarten, als dass die Aufhebung des Nationalstaates genauso schwierig sein wird wie sein Aufstieg. Ja, ganz kurz von mir. Ich glaube, dass wir Deutschen in der Europapolitik uns unglaublich vielen Illusionen hingegeben haben. Und wenn man als bestimmt überzeugter Europäer auftritt, dann ist man in der Regel in Europa als Deutscher zu erkennen. Weil natürlich als Folge dieses Krieges, dieser Katastrophen, am liebsten man das Deutsche auflöst und in Europa aufgeht. Aber merkwürdigerweise haben das ganz viele aus historischen Gründen nicht geteilt. Und der Abgesang auf den Nationalstaat, den man ja gerade in Deutschland gesungen hat, der ist aus deutscher Sicht ja auch verständlich, der Kriege, und wir verbinden das mit Rassismus und so. Aber der Nationalstaat wird eben außerhalb Deutschlands nach wie vor, vielleicht außerhalb von Belgien oder so noch als negatives Beispiel, aber als der größte Rahmen zur Lösung von politischen Problemen gesehen. In dem Bereich, das kann ich überschauen, da kann ich sozusagen Probleme lösen. Und ich glaube, dass wir, das ist, wie alle meine Vorredner gesagt haben, die Arroganz, die wir gehabt haben, ever closer union, das ist völlig klar, es geht immer weiter, und es ist wie mit dem preußischen Zollverein, das wird dann politisch wachsen, das ist offensichtlich ein Stück weit eine Illusion gewesen. Und die Verweigerung der Diskussion, die geht ja tief bis in die Universitäten. Also eine meiner Erlebnisse war mal in Mainz, Werner Weidenfeld, einer der großen Europaberater von Kohl, als der junge Kant Phil Neitzel mal fragte, müssen wir jetzt nicht pro und contra der EG diskutieren? Die Frage war gar nicht zugelassen, weil das ist so eine doofe Frage, kann man ja gar nicht stellen. Ne, weil Europa ist ja positiv, es ist ja praktisch quod erat demonstrandum, das ist ja doch völlig klar. Wie kann man so eine blöde Frage stellen? Also, und dass wir da einfach sehen müssen, offensichtlich brauchen wir ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Wir haben es ja mit dem Euro schon. Und wir müssen sehen, wo können wir es rückbauen, dass die Menschen es wieder annehmen, und wo können wir es auch weiterentwickeln. Und das stellt die große Frage nach der vertikalen Diskussionsfähigkeit unserer Gesellschaften. Nicht wir leben, und ich lebe in Berlin, sehr schön am Savini-Platz, aber natürlich ist das eine Bubble da.
Es ist eine unglaubliche Bubble. Aus dem Café Einstein kann ich doch nicht ernsthaft sagen, dieses Land regieren. Die Welt im Café Einstein ist ja in Ordnung. Da können sich alle treffen. Wunderbar, wir reisen rum, wir sind vielsprachig, aber das ist nicht die Realität vieler Bürger in diesem Lande. Also da müssen wir einfach realistischer werden und in vielen Bereichen zu einer vertikalen Diskussionsfähigkeit kommen und eine Idee formulieren, die überzeugt, die man mit Kraft vertritt, weil was ist, auch die deutsche Bevölkerung lechzt doch nach einer Idee, nach einer Kraft, nach einem charismatischen Politiker, der sagt, so, und das rocken wir jetzt zusammen. Nicht? Deswegen ist ja auch dieser kurze Hype mit Martin Schulz überhaupt nur zu erklären. Wir müssen erklären, begeistern und wir müssen die negativen Seiten müssen wir auch sehen, sich glatt machen und dass das runterkochen, nichts sagen, nichts erklären, im Arkanbereich machen, das funktioniert nicht. Ich bin in großer Sorge, aber wir brauchen die Kraft, eine Idee, die aber auch realistisch ist und sich nicht nur in Sonntagsreden gefällt. Meine Damen und Herren, ich wäre geneigt... Aber ich merke schon, ich kann es nicht ganz so simpel beenden. Eine Wortmeldung machen wir hier vorne noch. Machen Sie kurz noch das Mikro ab. Hannover, mein Name aus der ehemals alten und großen Dynastie der Welfen. Ich habe zu Walburga eine Frage. Ich bin auch Verleger im Beruf, aber das ist jetzt nicht zur Sache. Es ist ja so, ich habe eigentlich politisches Denken erfahren über deinen Vater Otto Habsburg, weil er hatte die Angewohnheit, allen Pan-Europa-Union-Unterstützer, das auch mein Vater war, Briefe zu schicken. Und die lagen bei uns im Wohnzimmer auf dem Schreibtisch meines Vaters sehr vertraulich. Und diese Briefe fand ich und habe sie dann geöffnet und habe sie gelesen. Das war so in den 70er Jahren. Und das waren unglaubliche Berichte aus dem Europaparlament, die dein Vater den Pan-Europa-Mitgliedern oder den Unterstützern dieser Bewegung zugeschickt hat. Die kamen alle Monate, mal mehr, mal weniger, natürlich immer zur Parlamentssitzung. Und da muss ich sagen, das hat mich so beeindruckt. Die habe ich immer gelesen, wenn ich zu Hause war. Und die Briefe wurden auch nicht weggeschmissen. Und dann habe ich sie mir vorgenommen. Und die waren 6 Seiten lang, klein geschrieben, mit der Schreibmaschine damals. Und interessant, heutzutage ist es so, dass ich von mehreren Politikern E-Mails bekomme, aus dem Europaparlament eigentlich nicht, aber so Bundestag und Landtag. Und ich muss sagen, ich bin erschrocken über diese dummen und oberflächlichen Schreiben dieser Abgeordnete. Es ist wirklich ein Phänomen. Und es ist so, dass ich auch viele Politiker darauf angesprochen habe und die fragten mich, soll ich den Rundbrief einstellen? Und ich habe gesagt, bitte nicht, schicken Sie es mir weiter. Was ich nicht gesagt habe, ist, dass ich natürlich wissen möchte, ob Sie auch in Zukunft noch weiter so dumme Rundschreiben schicken. Jetzt meine Frage an dich, Walburga, weil du so darüber gesprochen hast, diese Euphorie des Europaparlaments. Und dein Vater war nun ein wirklich politisch denkender Mensch und er war wirklich ein Politiker mit Herzblut. Wie können wir solche Leute wieder in der Politik finden und gewinnen? Ich bin überzeugt, es gibt die Leute, wir müssen die nur suchen und finden. Und wir müssen die Leute wählen. Ich habe gesagt, es ist so, es gibt garantiert solche Politiker auch. Wir müssen sie nur suchen und finden. Und ich meine, wir müssen halt auch für sie wählen bei der Europaparlamentswahl. Aber ich meine, ich kann dir im Moment keine aufzählen. Wenn ich einen finde, schreibe ich dir ein E-Mail. Meine Damen und Herren, am Ende ist noch einmal das Thema. Dann nehmen wir noch. Da ist auch da. Georg von Habsburg, ich habe einen ganz konkreten Vorschlag dazu, der wahrscheinlich auch mithelfen würde. Ich glaube, eines der großen Probleme, und wir haben hier sehr viel darüber gesprochen, dass es nicht gelingt, Europa zu vermitteln, dass es nicht gelingt, das Bild von Europa darzustellen. Dafür muss man eine Sache ändern. Erstens einmal, man muss schauen, dass die Europawahlkämpfe wirklich wieder Europawahlkämpfe werden und sich nicht nur mit Partei und Innenpolitik befassen. Weil vielleicht ist das in Deutschland etwas besser, in vielen anderen Ländern ist es nicht so, dass ein Europawahlkampf ein richtiger Europawahlkampf ist, weil sich mit den Themen nicht befasst werden. Das Zweite, was ich als konkreten
Vorschlag hätte, wäre, man muss das System für die Europawahl ändern. Man muss das Wahlrecht für die Europawahl ändern. Was haben wir heute für ein Wahlrecht? Wir haben heute ein Listenwahlrecht, wo die Leute eine Stimme einer Partei geben können. Die Parteivorsitzenden entscheiden, wer ist auf dem ersten Platz, zweiten Platz, dritten Platz, vierten Platz. Bin ich jetzt ein Abgeordneter, der auf die Liste ist, überlege ich mir, auf welchem Platz bin ich? Bin ich auf den ersten paar Plätzen, mache ich nicht so viel Wahlkampf, da greifen mich die Leute an, ich gehe nicht so raus. Bin ich auf einem Platz, wo es vielleicht eine wackelige Position ist, muss ich rausgehen und Position beziehen, damit die Leute mich sehen und damit ich vielleicht die Partei mehr Stimmen bekommt. Warum ändern wir das nicht? Warum machen wir nicht eine Stimme für die Partei und eine Vorzugsstimme für einen Kandidaten? Und der die meisten Vorzugsstimmen hat, kommt auf den ersten Platz in der Liste. Dann wäre jeder Abgeordnete beauftragt, sich einzusetzen, Wahlkampf zu machen, Position zu beziehen und was noch wichtiger ist, diese Position auch aus dem Europäischen Parlament heraus, wenn kein Wahlkampf ist, darzustellen, weil er seinen nächsten Wahlkampf vorbereiten möchte. Damit bekommen wir wieder Politiker, die sich hinstellen, die Positionen vertreten, die auch selber Positionen vertreten und die vielleicht etwas größere Sichtbarkeit haben. Als letzter Punkt, ich komme aus Ungarn, ich lebe in Ungarn. Wenn man heute eine Umfrage machen würde in Ungarn, wer weiß, wer sind die Abgeordneten im Europäischen Parlament? Katastrophe. Jetzt haben wir zum Schluss tatsächlich auch noch einen ganz konkreten Vorschlag bekommen, wie man politisch wirken kann. Ich bedauere, dass ich jetzt hier wirklich Schluss mache, denn ansonsten werden wir in große Kalamitäten kommen mit dem jetzt noch notwendigen Umbau des Saals für das Festkonzert heute Abend. Ich bitte darum um Verständnis dafür, dass, obwohl es sicherlich noch viele, viele interessante Fragen und ganz gewiss auch viele, viele interessante Antworten unserer Podiumsteilnehmer gäbe, wir jetzt hier einen Schnitt machen müssen, was ja überhaupt nicht ausschließt, dass, und ich darf es, glaube ich, fast als Erwartung formulieren, nach den zwei Tagen, bei einer Fortsetzung eines solchen Diskussionsprogramms all diese Fragen noch gestellt werden können. Ich glaube, das, was die Sparkassenstiftungen hier auf die Beine gestellt haben, hat sich unglaublich bewährt. Und man kann ihnen nur wünschen, dass sie genau in diesem Geist weiter sich engagieren werden und weitere Veranstaltungen dieser Art machen werden. Was vielleicht noch wünschenswert wäre, wenn es denn dazu käme, das wäre eine Ausweitung noch über den ja doch relativ kleinen Kreis hinaus, in dem wir uns hier befinden. Ich weiß nicht, inwieweit so etwas organisatorisch möglich wäre, aber wir haben häufig darüber gesprochen, wie begeistert man auch junge Generationen für Europa. Wir sind nun zugegebenerweise nicht unbedingt eine junge Generation, die wir uns hier versammeln, so ehrlich muss man sein. Das heißt, wenn man eine weitere Veranstaltung macht, wäre es vielleicht auch mal sehr bedenkenswert, ob man in Kooperation mit der Universität oder mit anderen Vereinigungen versucht, auch eine Veranstaltung ganz öffentlich anzubieten, wo man sehr konkret versucht, die Jungen an all diesen Themen Interessierten. Und ich glaube ganz offen gestanden, dass die meisten Jungen interessieren würde, wenn man es so darbietet, wie es hier passiert ist, dann auch dafür zu gewinnen. Dementsprechend, glaube ich, haben wir hier auch noch unglaublich viel interessantes Ausbaupotenzial für Veranstaltungen dieser Art. Jetzt aber wiederum ganz zum Schluss noch einmal mein Dank an die Redner. Konrad Adenauer musste leider Gottes schon weg, wie Sie alle gesehen haben. Der Euphemismus von ihm, dass er doch noch etwas teilnehmen konnte, wurde durch den Flugplan leider Gottes konterkariert. Aber ich freue mich sehr, dass vier Gäste jetzt noch hier so intensiv Antworten gegeben haben auf ihre Fragen. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank, Walburga Gräfin Douglas. Ganz herzlichen Dank, Sir Christopher Clark. Vielen Dank, Herr Fried Münkler. Und herzlichen Dank, Sören Neitzel. Und meine Damen und Herren, ein ganz besonderer Dank an unseren Moderator des heutigen Abends. Ich denke, im Namen nicht nur der Stiftungen der Sparkasse Leipzig sagen zu können, Herr Platthaus hat wirklich zum Gelingen unseres Symposiums beigetragen. Wir danken herzlich und selbstverständlich bekommen auch Sie. Und meine Damen und Herren, wir haben dort einen Büchertisch. Sie haben auch rege Gebrauch davon gemacht.
Leider war es uns nicht vorher möglich, die Werke von Herrn Platthaus, der nämlich auch Autor ist, hier heute zu verkaufen. Aber wer Interesse hat, der wende sich doch bitte an unsere Stiftung. Schicken Sie uns eine E-Mail, rufen Sie uns an. Wir machen es auch möglich, dass Sie ein signiertes Exemplar bekommen. Nicht, Herr Platthaus? Ja, das wird allemal möglich sein. So, und ganz zum Abschluss noch einige organisatorische Hinweise. Jetzt um 17 Uhr treffen sich die Mitglieder des St. Heinrich-Ordens bei uns in der Rotunde in der zweiten Etage. Für die Ehrengäste, die im Hotel Michaelis untergebracht sind, steht jetzt um 17 Uhr ein Bus bereit. Und wir freuen uns natürlich sehr, Sie alle hier um 20 Uhr nochmals begrüßen zu können zu unserem tollen Konzert, was wir organisiert haben mit dem Leipziger Sinfonieorchester und der 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven.